Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu dieser neuen Folge von 9-11 Animal Squad. Woo! Es geht weiter. Wow. Das war spannend letzte Woche, aber diese Woche geht es genauso spannend weiter. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Mit Andreas. Ja. Ja, du kannst gerne was sagen. Ja, ich habe keine Ahnung, was letzte Woche passiert ist, aber ja, war richtig spannend am Ende hin. Ne? War es richtig. Ja. Gunnar ist dabei, Lars und Fabian sind natürlich wieder mit dabei. Ja, ihr habt letztes Mal eine Menge erlebt und habt eine Menge Items bekommen und habt zwei Pfoten bekommen. Jeder, du kriegst ihn auch noch drin. Mhm. Dankeschön. Jeder hat zwei Pfoten bekommen. Wir fangen doch mal direkt an mit der Steigerung. Was habt ihr so gesteigert? Ja, also so kannten sie Animal Squad bisher. Diese Ausrede für Florentin Will ist jetzt vorbei, denn er muss sich jetzt Dialoge überlegen. Denn, ich hatte ja noch eine Foto gesaved und bin jetzt bei drei Pfoten gewesen und habe dementsprechend Menschenverstehen gesteigert. Ja. Das ist ein Wendepunkt. Dieses Gentleman's Agreement zwischen uns endet hiermit, genau. Ja, erstmal könnt ihr alle Charakterbögen auch wie immer auf Facebook einsehen und euch angucken, was die Spieler alle gesteigert haben und was sie alles mittlerweile können. Also, um das mal zu sagen, Andreas kann aber jetzt Menschen verstehen. Das heißt, es gibt kein Wop, Wop, Wop mehr, sondern es gibt sowas wie, hey, hast du schon Ritter aus Leidenschaft gesehen? Der kam letzte Woche raus, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht genau. Hey, wer ist denn gerade Bundeskanzler? Puh, sowas in der Richtung wird dann gesprochen. Ganz wichtig nochmal für euch, ihr werdet natürlich alle hören, was die Menschen sagen, aber verstehen tut es nur der Baron. Ihr versteht weiterhin wop, 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 wop. Ich weiß, es ist nicht leicht, als Spieler Spielerwissen und Charakterwissen zu trennen. Das ist die hohe Kunst des Rollenspiels, die jeder über lange, lange Zeit und Erfahrung lernen muss. Aber versucht es zumindest, immer daran zu denken, dass ihr das Wissen nicht habt, was per Sprache von Menschen übertragen wird. Und ihr bestenfalls den Baron fragen müsst, was haben die denn gerade gesagt, wenn es euch interessiert. Oder der Baron sagt es, aber bitte geht nicht von einer automatischen Übersetzung aus, wie, ja, der Baron, sie übersetzt das ja alles immer, sondern er hat dafür Pfoten ausgegeben, er ist der Einzige, der es versteht, er kann das nutzen, wie er möchte. Also bitte, ich werde euch auch bestrafen, wenn ihr es nicht tut, aber bitte gebt euch Mühe, ihr wisst das nicht. Genauso wie wie einem Straßenschild vorbeifahrt, kann das nur Gunnar lesen, ansonsten nicht. Und wer es wissen will, muss nachfragen. Ja, Gunnar, was hast du denn gesteigert? Gunnar kann es nicht nur lesen, er kann auch noch schreiben. Oh, denn schreiben und lesen. Kann ich sogar, mit den kleinen Kindern kommunizieren. Jetzt kann ich was aufschreiben, anstatt immer so. Das wird eine wunderschöne Brieffreundschaft. Und du kannst ein eigenes Buch schreiben. Natürlich habe ich noch was anderes noch gesteigert, und zwar Wahrnehmung. Sehr gut. Da hatte ich erst nur den Sechserwürfel, jetzt habe ich den Achterwürfel. Weil Wahrnehmung wird, glaube ich. Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, Lesen und Schreiben. Gunnar ist der absolute Musterschüler hier. Sehr gut. Und mir fehlt tatsächlich noch ein Autoschlüssel, Florentin, leider. Oh. Hast du denn einen Lippenstift noch? Kannst du denn malen? Kannst du denn schreiben? Ja, ich kann mit dem Lippenstift schreiben. Du hast einen Lippenstift, perfekt. Ja, die neuen Items kriegst du gleich. Machen wir mal weiter mit Billison. Ich habe voll auf meine Spezialfähigkeit Gift gesteigert. Ich habe nochmal jetzt W10 quasi den Würfel für Gift gesteigert, weil ich im Kampf relativ unfähig bin, aber mein Gift dann durchaus stark ist. Ich habe jetzt freigeschaltet W10, das heißt, wenn ich jemanden steche, könnte ich sagen, das Opfer fällt in Ohnmacht und das Schnabeltier, das war auch schon vorher Ohnmacht, aber das Schnabeltier kann beliebige Erinnerungen des Opfers manipulieren, was uns im bisherigen Verlauf wahrscheinlich noch nicht groß geholfen hätte, aber danach, wenn ich dann nochmal steige, dann kann ich meinen Gegner für eine Minute kontrollieren. Wobei, oha, bedenke, Erinnerungen manipulieren heißt nicht nur Erinnerungen löschen. Du kannst auch Erinnerungen einfügen. Mhm. Du könntest also zum Beispiel einen Menschen stechen und dem die Erinnerung einfügen, dass du sein Haustier bist. Und ab dann akzeptiert er dich als sein Haustier. Aber ist das... Okay, dann ist es ja viel besser, als eine Minute jemanden zu kontrollieren. Das werden wir sehen, inwiefern das besser ist. Das aber Tor auf. Wie gesagt, die Person schläft dann halt erstmal, aber danach ist auf jeden Fall ihre Erinnerung manipuliert. Damit kannst gut, du, ich bin sehr gespannt, wie du das alles einsetzt. Ja, guck mal. Ich habe dazu eine Frage. Ja. Wissen wir das? Nein. Dass er das kann? Nein. Okay. Nein. Also wir können jetzt eben nicht Vorschläge machen mit, ey, manipuliere doch mal die Erinnerung bitte von dem. Ihr könnt ihn ja mal generell fragen, was er denn so kann. Aber an sich, alles, was ihr wisst, was ihr bis jetzt gesehen habt, ist, Billy läuft zu jemandem hin, sticht ihn und dann krümmt er sich entweder in Schmerz oder er klappt zusammen. Das ist alles, was ihr wisst von Billys Gift.
Ja, Fabian? Ich habe tatsächlich diesmal nichts gesteigert, sondern habe die zwei Pfoten aufgehoben, weil ich in diesen Haupttalenten hier oben ja schon relativ weit gelevelt habe, so Kampfstärke, Gewandtheit. Und hier unten fand ich jetzt nicht so attraktiv und ich dachte, ich spare es lieber, um auch an dieser Sonderfertigkeit beim nächsten Mal zu lernen. Und leider haben die zwei Pfoten dafür nicht ausgereicht, weil da wäre nur Lippenlesen gegangen, aber dafür müsste ich erst Menschen verstehen können. Deswegen diesmal nichts bei mir. Okay, du sparst. Gibt es irgendwas Konkretes, auf das du sparst? Darf man sich auf Nahkampfwaffen freuen? Nahkampfwaffen. Ja, lustigerweise wäre das tatsächlich was, wo ich denke, das könnte mal attraktiv werden, weil wir doch irgendwie jede Folge wieder früher oder später in Kämpfe geraten und Nahkampfwaffen vielleicht. Nicht schlecht. Vielleicht nächstes Mal. Nicht schlecht. Ja, kann noch mal jemand ganz kurz zusammenfassen, wie eine Würfelprobe bei uns funktioniert? Andreas. Ja, im Prinzip haben wir hier fünf verschiedene Würfel, die ich hier vielleicht mal reinmachen kann. Weiß ich nicht, ob wir die kriegen. Ist die überhaupt an? Ja, ne? Genau, die haben halt unterschiedliche Maximalwerte. 4, 6, 8, 10 und 12. Je nachdem, inwieweit wir diesen Wert gesteigert haben, erfolgt die Würfelprobe mit dem Würfel. Das heißt, ich habe eine Szene, bei der ich Gewandtheit benötige. Dann kann ich also, weil ich es schon gesteigert habe, den Achter Würfel benutzen und muss mindestens 4 erreichen, um die Probe zu bestehen. Und bei 8 wäre es ein Ass und ich könnte nochmal würfeln. Genau, egal welcher Würfel gewürfelt wird, im Normalfall reicht die 4 oder höher als Erfolg. Und je besser man ist, desto höher der Würfel, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Ich gebe euch noch ganz kurz die neuen Items, die ihr letztes Mal abgestaubt habt. Gib alle her. Und zwar habt ihr bekommen eine Armbanduhr. Oh, ja. Nice. Aber jetzt könnt ihr jedes Mal fragen, wie viel Uhr ist es gerade? Wie viel Uhr ist es gerade? Worauf ich mich sehr freue. Eine stylische Lederjacke habt ihr bekommen. Die momentan, glaube ich, ich trage sie. Ihr habt Rattengift bekommen. Das hat 10 Aufladungen. Das heißt, ihr könnt 10 mal Rattengift verteilen. Geil. Das könnt ihr in Futter mischen oder auf Ratten werfen und gucken, was passiert. Aber ihr habt auf jeden Fall 10 Ladungen. Ihr habt Kaugummi gefunden in der Lederjacke. Das hat 5 Ladungen, also 5 Streifen Kaugummi sind noch vorhanden. Und eine Neuerung im Spielsystem auch für diese Runde. Es wird langsam, aber sicher immer komplexer. Und zwar hat Gunnar einen Motorradhelm gefunden und das ist der erste Rüstungsgegenstand, den wir finden. Er hat einen Motorradhelm und der gewährt ihm Rüstung 1. Rüstung 1 hat er jetzt, das bedeutet, jeglicher Schaden, den Cooper erleidet, wird um 1 reduziert. Nice. Relativ simpel, aber damit wird der Tank der Gruppe noch widerstandsfähiger, aber als mit einem Helm hast du es natürlich schwer. Die beiden schon mal wieder? Ja. Ich bräuchte trotzdem noch einen Autoschlüssel, weil ich sammle Items. Oh Gott, ey, du bist... Ich habe nur einen Autoschlüssel, ich hatte eigentlich 2. Ich glaube, ich habe noch irgendwann einen Autoschlüssel. Aber das eine Auto wurde ja schon abgeschleppt. Das andere auch, aber wir können ja... Ja, ich schaue kurz nach dem Autoschlüssel, ansonsten verabschieden wir uns jetzt mal ganz kurz in die Werbung. Ihr seid natürlich fleißig dabei und postet bitte unter dem Hashtag 9-11, nein, das deutsche Wort nein und das englische Wort 9-11, das ist ein witziges Wortspiel, das ich Andreas Link ausgedacht habe und er wird sich sehr freuen, wenn das auch weitreichend benutzt wird. Hashtag 9-11, ich freue mich wieder mega auf alle Zeichnungen und Sachen, die geschrieben wird. Ich habe richtig Bock und wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung, wenn wir uns dann das Recap anschauen. Bis dahin viel Spaß und postet fleißig. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei 9-11 Animal Squad und ihr habt gerade das fantastische Intro gesehen und jetzt freuen wir uns alle auf den Recap von letzter Woche. Viel Spaß, jetzt geht's los. Sehr schön. Wie ekelig das aussah. Also, ihr seid auf dem Kielplatz, ihr werdet wieder zu Tieren, euch wachsen Flügel und Schnäbel und Mäuler und Reißzähne und kleine Flossen und ihr steht wieder auf dem Kirchplatz. Um euch rum sind gerade
5 tote Ratten aus der Handtasche geklatscht in ein riesiges Gewitter von Applaus von den umliegenden Tauben. Alle brüllen sie, Cooper, Cooper, Cooper. Alle haben sie gerade gesehen, alle bejubeln sie euch, flattern um euch rum, freuen sich. Und ihr steht da vor dieser riesigen Menge Vögel, die euch zujubeln. Geil. Hallo. Bis eine der Tauben zu euch geflogen kommt. Du wirst ihn vielleicht wiedererkennen, das ist die Taube, mit der ihr als erstes gesprochen habt. So. Und er kommt euch zugeflogen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe euch echt unterschätzt. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Danke. Originals. Haltet ihr eure Seite des Deals ein? Natürlich, natürlich. Wir tun, was ihr von uns verlangt. Auf jeden Fall. Das war beeindruckend. Ja, er ist sehr zufrieden mit euch. Wo habt ihr sowas gelernt? Das ist ja wirklich beeindruckend. Naja, wir hängen ja schon ein paar Tage ab zusammen. Und dann sind wir schon ein ganz gutes Team geworden, würde ich sagen. Oder? Was meint ihr, Jungs? Boah, nein? Ja. Nee? Boah. Beeindruckend. Ihr seid so unterschiedlich, aber am Ende nicht schlecht. Habe ich euch unterschätzt. Wo ist denn das Tierheim? Wir suchen ja immer noch unseren Freund. Ja, also, wie gesagt, ihr habt die Unterstützung der Tauben und wenn ihr bereit seid, bringen wir euch gerne zum Tierheim. Ich habe gehört, ihr habt dort vor, einen Einbruch zu starten, sowas in der Richtung. Also, falls ihr euch noch vorbereiten wollt oder irgendwas in der Richtung, ansonsten stehe ich immer für euch bereit. Kommt vorbei, ich helfe euch gerne weiter. Ja, muss man denn da einbrechen? Wir wollen eigentlich unseren Freund nur abholen. Weißt du, Freud möchten wir gerne abholen. Ja, 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 wie gesagt, also das Tierheim, es ist ein Stück entfernt von hier. Es ist in umkämpftem Territorium, aber es ist generell eher friedlich. Es ist nicht sehr interessant für beide Parteien, aber doch auf der Frontlinie. Von daher haben wir dort auch große Aufwände in die Aufklärung gesteckt. Von daher, wir kennen uns da ganz gut aus. Ich kann euch mit jemandem von uns zusammenführen, der das schon lange beobachtet hat. Aber wollen wir sofort los oder wollt ihr euch noch vorbereiten oder besprechen? Ich würde noch mal besprechen. Gut, ansonsten, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ist das weit weg? Es ist ein Stück von hier, aber nicht allzu weit weg. Was heißt das? Ungefähr so 14 Flügelschläge. Ansonsten, ich bin hier vorne bei der Bank. Kommt, wenn ihr mich braucht. Und nochmal, gut gemacht, wirklich. Respekt, sorry, dass ich... Wie war der Name nochmal? Der Name nochmal? Hey, Gustav, hi. Hallo, Gustav. Kann ich mich hier auch vorstellen, hallo. Also, hallo. Ja, sorry, dass ich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen grob angefahren habe, aber ich kenne euch nicht und ihr seid hier und... verstehe ich. Also, kein böses Blut, ne? Also, nee. Sorry, ihr seid nicht irgendwie böse. Okay, also, cool. Mir nicht, cool. Ich mag dich richtig gern. Egal, ich mag euch auch. Cool, freut mich. Wir sehen uns, bis dann. Okay. Was machen wir jetzt mit den toten Ratten hier? Aber die essen? Bleiben die ja liegen oder? Das wäre gut, wenn wir die irgendwie... Dass die Ratten das nicht gleich sehen würden, ne? Ich glaube, die Ratten haben das wahrscheinlich schon mitbekommen, ne? Was? Wieso das denn? Naja, das war doch unauffällig. Jetzt war so ein Riesenwirbel hier in der ganzen Stadt. Das werden die schon mitbekommen. Naja, sind ja nur Ratten, ne? Auf jeden Fall. Naja, aber dieses Rattenkönig-Ding war sehr, sehr furchteinflößend. Aber du kannst... Du packst sie doch einfach wieder in die Tasche rein. Ich pack die nicht an. Ich fass sie doch nicht an. Ich muss sie überfahren und du fasst sie nicht an. Guck doch mal, wie die aussehen. Ich pack doch nicht diese verquollenen Blutwürschen da an. Soll ich die wieder zurück in die Tasche stupsen? Ja. Das würde ich machen. Aber nehmen wir die dann mit? Wir lassen die Tasche hier, ne? Ich will die nicht. Die hier und weg hier. Wir bringen jetzt nicht noch die 4 toten. Ja, aber wir können ja zumindest in den Bus schmeißen. Das ist doch, das sieht doch ekelhaft aus hier. In den Bus? Kannst du auch in den Bus schmeißen, ja. In den Bus da, an der Kirche. Okay. Ich halte die Tasche auf. Also, du schiebst die Leichen. Du schiebst sie. Ja, also, du schiebst die Leichen. Ist tatsächlich recht unangenehm, diese noch warmen, aufquellenden, riechenden, euch entgegen stinkenden Kadaver mit dem Schnabel anzufummeln. Aber du schaffst es, große Blutspuren und Fellfetzen hinterlassend auf dem Parkett, auf dem Boden. Schaffst du es, in die Tasche rein zu kippeln. Und ich werf die in den Busch. Gut, du wirfst die Tasche in den Busch, damit... Was ist mir die Tasche? Du hast jetzt nur noch 30 Gegenstände in deinem Beutel. Ein bisschen suchen, ja, ein bisschen... Da. Yes! Okay, gut. Ja, also du wirfst es im Busch und ihr seht, wie einige Tauben auf jeden Fall dann danach auf jeden Fall gleich dahin flattern und ihr hört so, boah, habt ihr das gesehen, Leute? Ja, krass, ey, das schau ich mir an, Mann, das schau ich mir an. Alter, hast du das gesehen? Das waren locker 10 Stück, ey, krass, Mann, ey.
und immer mehr kommen und fliegen dahin. Okay, jetzt habe ich noch eine kleine Frage an euch. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht mehr unterbrechen. Doch. Und zwar, es wird wahrscheinlich krass, den da rauszuholen. Ne? Da sind Menschen und es wird nicht einfach werden. Lohnt sich das? Diesen kleinen Dachs da jetzt rauszuholen. Moment, wollen wir das jetzt noch hinterfragen? Jetzt habe ich für euch diese Ratten überfahren, ja, was ich gar nicht wollte. Aber es war eine gute Show. Wir können das war wirklich eine gute Show. Jetzt hassen uns die Ratten und wir haben diese Ratten umgebracht. Das kann doch jetzt nicht umsonst gewesen sein. Ich wollte nur fragen, ob das wirklich jetzt sinnvoll ist, da einzubrechen und uns mit Menschen anzulegen. Ja. Kein Tier sollte eingesperrt sein. Naja, schon ein paar Leute. Naja, bis auf diesen Rattenkönig. Der war echt... Der war doch ganz sympathisch. Was? Also ich würde sagen, was auch immer wir tun, lass uns schnell von hier fort, bevor dieses Rattenkönigwesen irgendwas davon... Würde es euch was ausmachen, wenn ich draußen warte, wenn ihr den rausholt? Ja, wir machen das jetzt schön zusammen. Wir haben doch jetzt auch das bis hierhin zusammen gemacht. Du kannst doch nicht jetzt sagen, du willst dich da irgendwie rausnehmen. Ich habe halt nur keinen Bock, wieder angeschossen zu werden, sag ich ehrlich. Ja, aber ich hätte mich ja auch rausnehmen können. Da hätte keiner von euch die Ratten überfahren. Du warst doch auch noch dafür, dass wir den einfach verlassen. Beruhigt euch doch mal. Hat Gustav nicht gesagt, wir haben ganz gute Pläne, wie man da rein... Naja, hier dieses... Ich war dafür, dass wir den da zurücklassen, weil ich gedacht habe, dass dann wieder jemand sterben würde. Und es ist auch jemand gestorben, weil wir den umgebracht haben. Ja, Ratten. Das waren nur Ratten. Also mal ehrlich, das sind doch nur Ratten gewesen. Ich glaube auch nicht, dass es denen jetzt schlechter geht. Davon gab es doch Tausende. Da waren viele. Ja, die waren alle einer und das war der Rattenkönig. Tja. Lasst uns jetzt auch Freud retten. Ja, wir diskutieren da jetzt nicht drüber, oder? Wir retten den jetzt und wir gehen alle zusammen und machen das zusammen. Du hast ja jetzt einen Helm, du bist ja jetzt geschützt. Aber habe ich den jetzt falsch verstanden? Und da hat er uns doch gesagt, dass er eine ganz gute Übersicht da hat von dem Tierheim. Ja. Vielleicht müssen wir gar nicht groß uns anlegen. Wir gucken uns das mal an. Ich habe nämlich ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig Kraft jetzt schon wieder dann rum. Ich will nur nicht irgendwie, dass wir kämpfen müssen jetzt wieder. Ne? Ich bin ein bisschen kaputt noch. Genau, ich auch. Vielleicht. Wir gehen da schön hin. Aber Tauben sind Vögel, die können von hier alles sehen. Das dürft ihr nicht vergessen. Die können einfach hochfliegen und sehen alles. Du doch auch. Ja. Was willst du uns damit sagen? Stehe ich auch nicht. Hätte natürlich auch mal vorher gucken können, ob es vielleicht Volk irgendwo entdecken, ne? Ja, du kennst dich ja nicht in der Stadt aus. Ja, das stimmt. Gut, dann ruf den Typen nochmal wieder her. Dein Kumpel da. Gustav! Ja, also der beobachtet euch auch von seiner Treppe und kommt zu euch geflogen. Okay, seid ihr bereit? Ja. Ja. Wir wollen aufbrechen. Gut, wie machen wir es? Wie kommt ihr da hin? Wir fahren, oder? Also wie weit muss man da den Schlüssel? Wenn das nur 14 Schläge sind, kann man da hinlaufen? Oder soll man lieber. Naja, über die Straße sind es locker 22 Schläge. Das ist. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir ein Fluchtfahrzeug haben, nur mal für alle Fälle. Auch, ja. Kannst du mir vielleicht dann den Motorradhelm geben, wenn ich fahre? Also ich bin ja genauso auf dem Motorrad, ne? Aber ich fahre ja. Aber wenn mein Gehirn kaputt geht, was haben wir denn dann noch? Also dann funktioniert ja gar nichts mehr. Ich habe auch ein Gehirn. Ja, gut, wenn oder? Ich würde sagen, ich behalte den Helm noch ein bisschen auf. Ich habe den ja auch gefunden. Wenn es jetzt... Oder? Was meint ihr denn dazu? Er soll mir den Helm geben, ne? Wieso? Wir fahren doch alle mit dem Motorrad. Wieso sollst du denn den Helm haben? Können wir nicht alle den Helm fahren? Ich fahre doch das Motorrad. Ja, aber ich fahre doch auch damit. Ja, du fährst Wenn du irgendwo hinfährst, dann sollst du doch geschützt werden. Wenn du einen Fehler machst beim Fahren, dann müssen doch die anderen geschützt werden. Los, Leute. Ich dachte, du kannst doch gerne laufen. Jungs, wir haben doch eine richtig coole Mission zusammen bestritten. Ich weiß gar nicht, wieso ihr euch jetzt so streitet. Ich dachte, wir sind jetzt richtig gut befreundet. Ja, aber warum soll er den Helm haben? Dann fährt er irgendwo gegen mit Absicht. Mit mir. Ich will mitfahren, Siehst du willst mitfahren, dann sag Cooper auch nochmal, er soll mir den Helm geben, damit wir fahren können, okay? Kannst du Anton vielleicht den Helm geben? Nee. Also das sehe ich ja mal überhaupt gar nicht ein. Wenn du dann einen Fehler machst und dann bist du doch der Einzige, der dann geschützt ist. Ich kann auf deinen Kopf krabbeln. Ich bin nicht so überzeugt von deinen Fahrkünsten. Wenn du überzeugt wärst von deinen Fahrkünsten, bräuchtest du ja wohl auch keinen Helm. Ich krabbel auf deinen Kopf. Wo bin ich denn schlecht gefahren bisher? Ich habe uns auch von dem Hof gebracht im Auto. Wer weiß es denn, wenn das Glück war? Da musste ich auch jemanden überfahren, weil ihr da lange an dem Auto hinten rumgewurschtelt habt, wo ich schon längst wegfahren wollte. Ich krabbel auf deinen Kopf und schütze deinen Kopf. Ich habe den Helm gefunden, dann kannst du dich mit dem Helm wegnehmen. Das stimmt doch gar nicht. Du hast den Helm nicht gefunden. Ich habe den gefunden, natürlich. In der Scheune. Den hast du doch nicht gefunden. Ja klar. Wieso hast du den denn nicht? Haben wir alle zusammen gefunden. Wieso hast du denn dann nicht den Helm? Warum hast du denn nicht die Lederjacke? Wenn die Lederjacke schützt dich doch auch. Ich hab doch selbst einen Mantel. Wollen wir schon mal vorfliegen sonst? Ihr sagt jetzt mal ruhig, ich bin der Helm von dir. Du kannst hier irgendwas anderes haben vielleicht. Ich guck mal, was ich noch hab. Vielleicht ein bisschen hier ein Kaugummi haben. Ich kann nicht so viel schleppen, ich kann vielleicht noch einen Helm auf dem Kopf tragen. Möchtest du einen Kaugummi haben? Würde ich dir auch empfehlen. Du hast doch deinen Beutel. Willst du einen Kaugummi oder nicht? Nein. Okay.
Also wenn es bei euch noch interne Differenzen gibt, ne? Also nein, gibt es nicht. Das kommt häufiger mal sonst vor. Ich kann auch gerne laufen, wenn das hier irgendwie... Laufe ich da halt hin. Wenn es hier so stressig ist. Du ziehst Quatsch, sollen wir uns jetzt wegen sowas streiten? Nein, ich muss mich nicht streiten, aber es ist mein scheiß Helm. Du ziehst den Helm auf. Das ist nicht dein Helm. Ja, natürlich ist es mein Helm, den ich gefunden. Und ich fahre. Jetzt reicht mir langsam. Du ziehst den Helm auf, ich krabbel auf deinen Kopf und schütze deinen Kopf. Genau, ich hab den Helm schon auf. So, dann fahren wir jetzt los. Dann fahren wir jetzt los. So. Mehr als das. Alles das ist gut. Das letzte Mal, wenn wir aus Schneegar wegfahren, trage ich den Helm. Wir können uns abwechseln jede Stunde. Alles klar. Guck mal, aber jetzt behalte ich noch einmal den Helm auf, okay? Dann schau jetzt mal auf deine Armbanduhr. 15:04 In einer Stunde wechselt der Helm. Ich schreibe es mir auf sogar. Okay, dann mit wir mit dem Lippenstift auf die Pfote. Alles klar, mit dem Lippenstift auf die Pfote. Okay. Okay, gut. 15:04 So. Okay, gut. Dann. Du fährst. Mhm. Folg mir einfach, ich flieg über dir. Alles klar. Okay, ich steige in die Lüfte und folge dir. Gut. Dann? Warte, wir fahren los. Ich hänge mich auch dran. Du sitzt auf meinem Kopf. Also, ja, du steigst jetzt ohne Helm aufs Motorrad und du steigst hinten drauf. Kannst du nicht ohne Helm fahren? Ich bin doch sein Helm. Krieg ich auch Rüstung plus eins, wenn er auf meinem Kopf sitzt? Du kriegst 16 Lebenspunkte Rüstung von mir aus. gut, also, die Taube steigt in die Luft. Du hinterher. Ich folge dir. Die liegt gut vor. Ja, Gottes Willen, bin schon lange hier geflogen. Die fliegt schon gut. Fliegt los, die Straße entlang. Ich fahre hinter der Taube. Gut, also, ihr fahrt jetzt. Die Karte ist nicht wahnsinnig aussagekräftig, aber ihr wart bis jetzt auf dem Kirchplatz hier. Und ihr steigt jetzt auf euer Motorrad und fahrt hier auf die Straße, fahrt hier rechts und fahrt die Straße entlang. Und da lang? Fahrt, ja, da lang. Andere Radseite, oder? Nee. Ihr fahrt hier entlang. Ihr könnt hier auf der rechten Seite, ich weiß nicht, ob ihr euch umschaut oder nicht, ihr könnt hier auf der rechten Seite, seht ihr noch einen großen Platz mit ganz vielen Autos drauf und ein großes Gebäude. Ansonsten fahrt ihr ein Stück weg, da ist dann auch noch so ein großer Platz, wo irgendwie so komische Apparaturen aufgestellt wurden auf so einer Wiese. Und ihr fahrt noch ein Stück weiter, es sind einige Häuser auf der linken Seite, einige Häuser auf der rechten Seite, ihr fahrt noch ein Stück weiter. Im Grunde sind es immer ähnliche Bilder, ihr seht Bäume, Häuser, sowas in die Richtung. Und irgendwann, die Taube biegt nach rechts ein, die Häuser sind auch mittlerweile immer ein bisschen weniger geworden. Und ihr fahrt durch die Gegend, der Wind bläst euch durch die Ohren und das Fell und du legst dich gekonnt in die Kurve, Rechtskurve und die Taube landet vor dir auf der Straße. Wir halten an. Gut, ihr haltet an. Ich lande. Okay. Was hast du für Tipps? Ich schaue mich jetzt mal. Ich bringe euch gleich zu meinem Kontakt an. So. Mhm. Sind wir denn jetzt schon in der Nähe? Wir sind schon in der Nähe, es ist gleich da drüben. Okay. Wie sieht das aus? Das kann man von dir noch nicht sehen. Ich würde sagen, wir gehen auf diesen kleinen Hang da. Von da aus hat man einen ganz guten Blick. Mhm. Gut. Sind denn hier viele Menschen? Können wir das Motorrad hier einfach stehen lassen? Oder müssen wir das wegräumen? Hier sind einige Menschen in der Nähe, ja. Aber nicht ganz so viele. Aber wir brauchen bestimmt nicht lange hier, oder? Geht das schnell jetzt? Je nachdem. Also es wäre natürlich sinnvoll, das irgendwo zu platzieren, wo wir es wieder gut erreichen können. Ne? Aber ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal auf den Hang, gucken es uns an und dann könnt ihr immer noch entscheiden, wo der beste Ort ist. Okay. Okay? Mhm. Gut. Mhm. Dann folgt mir. Also ihr steigt von dem Motorrad und schlängelt euch zwischen zwei Autos so ein bisschen durch und da kriegt ihr dann durch so ein, also er läuft, er tappelt vor euch entlang und er geht durch einen Busch und ihr müsst euch so ein bisschen zwischendurch, zwischen Ästen durchboxen und hinter dem Busch geht so ein kleinen grasigen Abhang runter und ihr seht ein kleines Gebäude vor euch. Links an dem Gebäude steht auch ein Auto. Das ist das Auto, das ihr gesehen habt mit Freuk. Mhm. Und an das Gebäude angrenzend habt ihr einen großen Zaun. So kann man schon mal gucken. Also das hier ist das Gebäude. Und hier ist ein großer Zaun. Und in dem Zaun seht ihr schon zwei Tiere, zwei Hunde, die da drin sind. Und gerade der eine liegt am Boden, der andere läuft im Kreis und spielt mit so einem Ball hin und her. Und genau, ihr seht das. Okay. Okay, das ist auf jeden Fall das Auto, was wir gesehen haben. Was war das denn? Da war Freud drin. Die Taube krächzt. Und eine andere Taube kommt angeflogen. Hallo. Setzt sich zu euch. Und da sind sie? Ja, da sind sie. Okay, gut.
ich weiter, weiter. Freut mich, euch kennenzulernen. Hi. Lieutenant McDavington, schön, euch kennenzulernen. Baron, hallo. Hallo. Hi. Hallo. Linobla, hallo. Ja, hallo. Oh, Anton. Ich bin der Lieutenant der Aufklärungsbataillon hier. Ich habe soweit dieses Gebäude schon seit einiger Zeit unter Observation. Ich habe mitbekommen, ihr habt ein Eindringen vor. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Nun, einer unserer Freunde ist vermutlich dort in Gewahrsam, mhm, und wir wollen ihn gerne befreien. Mhm. Können Sie uns irgendwas sagen, was Ihre Observierungen ergeben haben? Gerne. Mit wem habe ich es denn zu tun? Erstmal. Herr Baron, ja. Herr Baron? Von Hof. Sehr geehrt. Euer Hochwürdiger. Herr Quatermain. Quatermain. Billy. Mhm. Anton. Alles klar. Gut, wunderbar. Also, wie gesagt, ich kann euch schon mal einen kleinen Überblick geben. Ich habe Kontaktpersonen, die auch schon mal innerhalb des Gebäudes waren, um das es hier geht. Es ist alles streng vertrauliches Material. Es ist absolute Top-Secrets-Clearance. Von daher muss ich auf absolute Einverständnis hier pochen, dass dieses Wissen uns nicht vertraut verlässt. Mhm. Ja? Wir wissen, Krieg erfordert Opfer und die Wahrheit ist das erste Opfer, das fällt. Keines dieser Informationen darf an die Ratten kommen, ansonsten wäre all das umsonst gewesen. Also, er pickt mit seinem Schnabel, pickt der Innenboden und malt euch einen Gebäudeplan, der so aussieht. Also, so sieht's aus. Ist nicht ganz einfach. Mhm. Es gibt im Grunde zwei Dinge, auf die man aufpassen muss. Ja? Und er mit seinem Schnabel malt in den Dreck. Hier sind die beiden Personen hauptsächlich. Zwei Menschen, ansonsten hier Käfige, rotierende Besetzung von Tieren. Wo ist Freud? Wer ist Freud? Unser Freund. Darüber habe ich keine Informationen. War so eine Ratte mit so einem weißen Strich. Der ist erst jetzt ganz vor kurzem angekommen. Vielleicht hast du das gesehen, wie der hierher gebracht wurde. Kann sein, müsste ich nochmal nachfragen. Ansonsten habe ich ja keine Informationen bekommen, aber möglich. Wie gesagt, es sind gerade schwere Zeiten. Wir müssen unsere Ressourcen dünn streuen. Der Krieg fordert Opfer. Aber gut, zurück zum Punkt. Also, das hier sind die Käfige, in denen die Tiere normalerweise gehalten werden. Rotierende Auffassung. Genauso die Außenhegestellen. Hier kommen Tiere manchmal rein, manchmal raus. Wir sind uns nicht ganz im Klaren darum, welches System dahinter steckt. Irgendein Rotationsverfahren, ich weiß nicht, Reservenachschub, ich weiß nicht genau, was die Menschlinge damit erreichen wollen. Zwei der Menschlinge sind normalerweise in den Gebäuden. Eines ist hier drin, das andere hier. Mhm. Ja? Die Räume sind in der Regel geschlossen. Allerdings hat dieser Raum gute Einsichtmöglichkeiten auf den Eingang. Allerdings, und das muss absolut unter uns bleiben, habe ich Insider-Informationen bekommen. Und zwar, unter unserer letzten Recherche und Beobachtung haben wir rausbekommen, dass die eine Person, die in dem Raum steht, jeden Tag um Punkt 16 Uhr den Raum verlässt und hierhin geht. Dort für mehrere Minuten verharrt. Es entsteht ein Feuer von ungewissem Ausmaß, Grund unbekannt. Vielleicht in irgendeiner Art von Zeichen, Kommunikation mit Reserveposten, unklar. Nachdem das Feuer erlischt, kehrt die Person zurück. So viel wissen wir. Ansonsten, wie gesagt, die Käfige sind versperrt, können aber von außen relativ einfach geöffnet werden, von innen nicht. So viel wissen wir. Aha. Ansonsten, habt ihr noch Fragen? Was ist denn mit dem anderen Mensch? Geht der auch mal da weg oder bleibt der immer da? Selten. Selten. Hauptsächlich in dem Raum, ansonsten ungleichmäßige Verteilung von Aufenthalt. Schwierig vorherzusagen. Aber der kann auch da rausgucken? Kann auch nicht rausgucken. Es gibt ja eine Tür, die ist aber in der Regel verschlossen. Soweit wir wissen, ist das Lazarett der Einrichtung. Hier werden Verwundete evakuiert und behandelt. Mehr wissen wir nicht. Warum ist dieses Gebäude denn so wichtig für euch? Wie gesagt, das ist Kriegsgebiet. Jedes einzelne Gebäude hier ist wichtig. Wir sind ja an der Front. Wie sind denn die Statuen? Vergesst das nicht. Wie bitte? Wie sind die Menschen denn so? Sind die groß, schwer, stark? Große Menschen, Bewaffnung unklar. Bewaffnung unklar, okay. Habt ihr Krieg mit den Menschen oder mit den Ratten? Hauptsächlich mit den Ratten. Sind Ratten dort? Soweit wir wissen, nicht. Hm. Momentan haben wir dieses Gebäude unter Kontrolle, aber die Front schwankt. Und das schon seit Wochen. Und Sie wissen sicher nicht, wo Freud ist? Nein, ich habe nie von ihm gehört. Unser Freund Freud. Ich habe nie von ihm gehört. Und vielleicht ein Deckname, den er benutzt. Noch mal. Kennt ihr andere Namen von ihm? Soll ich nochmal? Frag ihn nochmal. Kennt ihr andere Namen von ihm? Vielleicht benutzt er einen Decknamen. Freud. Wissen Sie, wo Freud ist? Nie gehört. Mensch, ja, noch mal, doch einmal fragst vielleicht. Sicher. Ich frage auch einmal vielleicht.
Wissen Sie, wo Freud ist? Nein, nie gehört. Okay. Ich glaube, er weiß es nicht. Ja, aber du kennst bestimmt die beiden Hunde, die da draußen sind. Wie sind die denn so? Sind die nett oder machen die eher schwierig, Probleme? Schwierig. Starke Loyalität zu Menschen. Allerdings relativ beschränkt, was das angeht. Können leicht abgelenkt werden. Wir haben aber nicht allzu viel Kontakt mit ihnen. Wie gesagt, uns geht es eher um den Einflussgebiet hier. Allzu große Kämpfe gab es dort noch nicht. Könnte in der Zukunft interessant sein. Unsere Aufgabe ist es primär, präventiv Schlachtfelder aufzuklären, zu ordnen und strategische Mittel zu entwickeln, sie zu verteidigen oder anzugreifen. Vielleicht mit den weiß Insassen er, wo Freud ist. Kontakt. Was meinst du? Vielleicht weiß er, wo Freud ist. Soll ich ihn fragen? Frag ihn mal. Das habe ich doch schon gefragt. Nee. Weißt du, wo Freud ist? Nee, gehört, tut mir leid. Okay. Aber ich weiß nicht. Willst du vielleicht mal, du könntest doch mal, Baron, flieg doch mal mit ihm zusammen rein. Du weißt doch, wie Freud aussieht. Dann guck dir mal in den Käfigen nach. Das ist er ja da. Tut mir leid, dazu habe ich keine Befugnis. Ich habe klare Befehle. Meine Befehle reichen lediglich der Informationsvermittlung an euch. Aber er darf das überfliegen ihr und dann mal machen, was ihr wollt. Ne? Das ist nicht mein Problem. Wie gesagt, ihr habt Unterstützung der Taum garantiert bekommen. Mhm. Allerdings nur zu einem Maße, in dem es tatsächlich dazu sorgt, euch von den Ratten zu befreien. Mhm. Ich möchte euch dennoch dringlichst davon abraten, mit den Ratten in Kontakt zu kommen. Solltet ihr Ratten sehen, riechen oder auf andere Art wahrnehmen, meldet es sofort an uns. Mhm. War Freud nicht auch eine Ratte? Wir wissen nicht, was sie im Schilde führen. Und das nein, viel größer. Okay. Das wird wahrscheinlich ein Vergeltungsschlag kommen der Ratten. Was meint ihr? Naja, für die vier Opfer werden sie sich bestimmt revanchieren wollen. Haben sie da schon Truppenbewegungen wahrgenommen? Waren es nicht nur drei? Unklar, unklar. Sie bewegen sich spontan, schlagartig und meist ohne System. Schwer es vorher zu sehen. Hm. Na gut. Okay, was haltet gut. ihr denn davon? Wir schicken einfach den Baron mal rein. Du kannst ja. da rein. Du kannst doch sogar den Käfig öffnen. Du bist doch so ein bisschen auch mit so Technik und sowas. Vielleicht geht das ja ganz einfach. Da können wir einfach draußen bleiben. Da müssen wir mit niemandem kämpfen. Die Menschen, die Hunde, ist egal. Du machst es einfach. Aber wie kommt Freud dann da raus, wenn du den Käfig aufmachst? Das, wie immer, sehen wir dann, wenn es soweit ist. Okay, dann würde ich jetzt zum Aufklärungsflug ansetzen und das Gebäude überfliegen und suchen nach irgendeinem Fenster. Da ist schon ein Dach drauf auf dem Gebäude, oder? Nein. Fuck, das habe ich jetzt hab ich vergessen zu zeichnen. Scheiße. Sorry, aber es ist ein Dach drauf, ja. Ja. Mal drüber. Fuck, sorry. Achso, ich dachte, das wäre mehr so ein Freigehege. Nee. Sowas? Ja, okay. Okay. Mhm. Es ist tatsächlich ein Dach drauf. Gut. Alles klar, wenn ihr weitere Hilfe braucht, pfeift nach mir. Ansonsten viel Glück. Danke. Mit dem Dach ist natürlich jetzt problematisch. Vielleicht können wir hier über diesen. Vielleicht kannst du über dieses. Das ist doch ein bestimmter freier Außenbereich hier. Genau, genau. Das ist ein Zaun, der sogar relativ hoch ist, also übermannshoch. Und der das Ganze umzäunt. Okay, dann fliege ich jetzt. Erstmal einmal quasi über das Gebäude und gucke, ob ich irgendwo offenes Fenster irgendwas finde, wo ich ins Gebäude sehen kann oder zumindest erstmal ein Fenster, dass ich reinschauen kann. Gut, also der Baron flattert davon. Was macht ihr? Ich würde sagen, wir gehen mal zum Zaun, oder? Und vielleicht können wir mal mit den Hunden mal reden. Du bist ja fast ein Hund. Vielleicht solltet ihr auch euch mal ein bisschen unterhalten vorher. Das hat mir vorhin überhaupt nicht gefallen. Was meinst du denn? Naja, wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, da kommt er sicherlich gleich wieder. Lass uns doch mit den Hunden sprechen. Ja. Ja, wir können gerne auch darüber reden. Ja. Aber eigentlich, also es gibt ja da nicht viel zu reden. Ich meine, wir wissen alle, wer Recht hat. Aber mögt du ihr weißt, euch du jetzt weißt auch, wer Recht hat, Billy. Unabhängig davon von Recht oder Unrecht, mögt ihr euch eigentlich? Ich respektiere ihn. Das sehr. Ist gut. Das Gefühl habe ich aber nicht. Doch, wieso das denn nicht? Ja, weil du mir den Helm nicht gibst. Hier ist ja auch mein Helm. Das ist doch nicht dein Helm. Können wir bitte nicht wieder über den Helm sprechen? Ja, wolltest du doch gerade. Nein, ich will über grundlegendere Probleme in eurer Beziehung sprechen. Mehr habe ich nicht. Das ist doch unser Helm. Und ich fahre das Problem. Motorrad, deswegen trage ich den Helm. Du trägst den Mantel, weil er dir passt. Ich trage den Helm, weil ich das Motorrad fahre. Wenn ich eins hasse, dann ist es Streit. Und ihr sollt euch nicht streiten, wenn wir unterwegs sind. Lass uns doch mit den Hunden reden. Ich bin auch nicht für Streit, aber er ist. Ihr wollt es unter den Tisch kehren. Jetzt lass uns das doch einfach mit den Hunden reden. Das merkst du doch auch, Billy. Er ist egoistisch. Er ist ein bisschen egoistisch gerade, das stimmt. Einfach mit den Hunden reden. Das müssen wir wohl ein andermal klären. Du bist gerade nicht diskussionsbereit. Okay, wir haben jetzt hier auch leider keine Zeit zu verlieren. Es ist gefährlich mit den Ratten. Wir gehen jetzt mal zum Zaun und reden mit den Hunden. Ich laufe darüber und ich quatsche die Hunde an. Gut, machst du das unauffällig oder läufst du einfach runter? Wie weit sind wir denn noch entfernt davon? Ach, ihr seid ungefähr so, 50 Meter entfernt. Also ihr könnt schon die Hunde als Hunde ausmachen, aber jetzt nicht die
sagen, ob die jetzt glücklich sind oder nicht. Oder ansonsten geht ein kleiner Hang runter mit kleinen Büschen. Aber ich glaube, ob ich das jetzt, nur generell wie ob ich das jetzt heimlich mache oder nicht, wenn sie jetzt da keinen Bock drauf haben, werden sie so oder so anfangen zu bellen. Deswegen laufe ich relativ normal einfach mal darüber. Mhm. Was macht ihr? Ich gebe Frau Billy, ob er einen Kaugummi möchte. Ja, ich hätte ganz sehr gerne einen Kaugummi sogar. Guck mal hier, Willi, wir sind doch Freunde. Ja, wir sind sehr gute Freunde. Du bist mein bester Freund, würde ich fast sagen. Du merkst, dass ihr nicht Natürlich bin ich dein bester Freund. Das ist ja nett. Hier, nimm einen Kaugummi. Danke. Anton kehrt zurück. Was macht ihr denn da? Er ist Kaugummi. Ich habe einen Kaugummi geschenkt. Wieso ist er denn Kaugummi? Ich habe ihn mal gefragt, ob er Kaugummi will. Schreit dir einen raus. Habe ich schon. Du hast jetzt dafür einen Kaugummi benutzt. Ich habe dir eben auch schon einen angeboten. Mega lecker. Ja, bei mir hast du ihn angeboten. Bei ihm machst du das, um ihn zu manipulieren. Nee. Was? Ich habe ihm das geschenkt, weil er mein Freund ist. Willi, komm, wir gehen jetzt gemeinsam darüber. Komm einfach mit mir. Ich komm mit. Warum denn? Wir chillen doch hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber wir wollen ein bisschen Gameboy spielen. Ja. Komm, wir spielen ein bisschen Gameboy. Geh du mal zu den Hunden. Ich muss hier kurz ein bisschen Gameboy... Du darfst meine Lederjacke mal tragen, wenn du möchtest. Die steht mir nicht. Und möchtest du mit dem Motorradschlüssel spielen? Ja. Dann hier. Aber verschlamp ihn nicht, wir brauchen ihn noch. Oh Gott, er verschlampt ihn doch. Und jetzt kommst du mit, komm, wir gehen. Mhm. Wir gehen wieder rüber zu den Hunden. Du auch? Mhm. Ich nicht. Cooper? Gut. Also, Anton und Billy verlassen den Hang. Was machst du? Cooper, was machst du? Ich leg mich ins Gras. Mit meinem Kissen. Okay. Gut. Okay. Also, ihr beiden kommt. Ich verliere den gleich. Ihr beiden gerade an das Gehege ran. Es ist wirklich sehr hoch und ihr seht, dass tatsächlich sogar am obersten Rand, je näher ihr kommt, seht, dass irgendwie so ganz dünne Äste irgendwie oben um den Zaun rumgekringelt wurden. Was recht bedrohlich aussieht. Und wie Dornen. Und ihr kommt näher und ja, du riechst auch. Bevor du sie auch gut ausmachen kannst, die beiden Hunde. Mhm. Und ja, sie sind jetzt nicht besonders ängstlich oder glücklich, sondern einfach da vor Ort. Und genau. Kommt immer näher. Okay. Näher. Ich rufe mal. Hallo. Wollt ihr mal rüberkommen? Einer der Hunde guckt sie an. Hey! 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 Hey, psst. Hey, da ist einer! Psst. Da ist einer! Wo? 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 Da! Guck! Psst. Da ist einer! Hey! Jungs! Jungs. Hey! Hey! Jungs. Hey! Oh. Ja, kommt doch mal rüber. Okay, also die beiden Hunde kommen und kommen immer näher und stehen jetzt hier. Ihr seid noch ein bisschen Abstand. Hey, hey, hey! Und die springen so an einem Zaun hoch und hauen so gegen den Zaun. Hey, 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 hey! Hallo? Hey, da ist einer! Hallo. Da ist einer! Hi, Jungs. Hey, Jungs. Hey, hey! Hallo! Okay. Die werden sich schon gleich beruhigen. Hey! Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich bin Billy Nobler. Freut mich. Haut ab! Nö. Was macht ihr hier? Ich würfel auf Einschüchtern. Bitte, Würfel auf Einschüchtern. Eins. Dann schüchtern mal ein, bitte. Hab ich doch schon gerade. Spiel's aus. Ich fange an zu knurren. Mhm. Aha. Muss ich das jetzt echt machen? Weiß ich nicht. Okay. Scheint überhaupt nicht zu interessieren. Was will ihr? Will ihr uns das anmachen oder was? Nein, nein. Was willst du denn? Schüchter du sie ein. Ich. Roll mich so ganz süß auf dem Rücken rum. So süß, wie ich es nur kann. Gut, würfel mal süß. Achter. Ah, sechs. Sechs. Ja, du bist sehr süß, interessiert dich überhaupt gar nicht. Hey! Hey! Was? Hey! Hallo! Was wollt ihr? Hey, wer seid ihr? Hey, wo kommt ihr? Hallo! Hey! Hey! Wir möchten nur was fragen. Hallo! Hey! Hey! Wir suchen einen Freund von uns, ja? Der ist heute hier angekommen. Habt ihr den vielleicht gesehen? Wer bist du? Ich bin Anton. Das ist Billy. Hallo. Wir sind eure Freunde. Wir wollen gar nichts Böses. Wir wollen nur nach einem Freund von uns fragen. Wo kommt ihr her? Was macht ihr hier? Wir können euch helfen. Wenn ihr wollt, können wir euch helfen. Billy, ich glaube, das bringt nichts. So, ich stehe mal auf langsam, strecke mich, rolle mit den Augen und gehe hin. Auch du hörst mittlerweile lautes Bellen. Du fliegst noch durch die Gegend und hörst lautes Bellen. Hast gesehen, dass die beiden sich vom Hang runtergelassen haben. Mhm. Und... Mal wieder zurück. Was wollt ihr? Das bringt ich komme. Ich versuche nach einer Sache, okay? Hey Jungs, wir können euch helfen. Habt ihr. Geht's euch gut hier gerade? Ja, kommt drauf an, wer ihr seid. Habt ihr früher ein schöneres Leben gehabt? Was will er von uns mal? Was meint ihr denn? Naja, also seid ihr mit eurer aktuellen Wohnsituation zufrieden? Naja, geht so.
Wir können hier nicht weg. Bekommt ihr hier gutes Essen? Ja, wir kriegen richtig viel fressen, ja. Würdet das ihr, auf jeden Fall. Würdet ihr hier gerne mal wegkommen? Wo sollen wir denn hin? Na, überall, wo sie wollen, wo ihr wollt. Wohin denn? Na, durch die Gegend rennen, an die Kirche. Wir haben hier eine Decke und fressen. Also geht's euch gut in der aktuellen Wohnsituation? Naja, wir kommen nicht raus, aber auch nicht schlecht. Ja, dann. Mach's gut, ne? Kennt ihr Freuk? Ja, Freuk. Könnt ihr den mal rausholen? Der ist drin. Könnt ihr den mal rausholen? Der kommt nicht raus. Warum denn nicht? Der ist erst gestern hier angekommen, dem geht's nicht so gut. Was? Was hat er denn? Na, wissen wir nicht. Okay, könnt ihr uns irgendwie den Weg sagen, wie wir da hinkommen? Ja, er ist da drin halt. Ja, wie bei den anderen. Wie kommen wir denn da rein? Ja, weiß ich da nicht. Na gut. Aber kurze Frage jetzt, wenn wir jetzt Freud gerne mitnehmen wollt, meint ihr, das geht oder ist es eher schlecht? Nein, hier kommt keiner raus. Warum denn nicht? Nein, hier darf man nicht raus. Warum sperrt ihr denn die Tiere ein hier? Naja, ihr kommt raus, wenn die Menschen euch rausnehmen. Aber ansonsten kommt ihr nicht raus. Hm. Also seid ihr auch hier eingesperrt? Naja, wir kommen hier nicht raus. Aber ihr wollt auch gerne aber auch da bleiben. Ja, wo sollen wir denn hin? Naja, ihr könnt doch auch einfach frei sein, so wie wir. Ja, und dann? Ja, nichts und dann. Dann könnt ihr mal die ganze Welt angucken und ihr seid nur in diesem kleinen Stück die ganze Zeit unterwegs und ihr habt sonst gar nichts. Und ihr lauft hier rum und bellt. Was meinst du mit Welt anschauen? Was sollen wir sehen? Es gibt doch auch ganz viel außerhalb von diesem Zaun und wo ihr da gefangen seid, ist doch Quatsch. Schnecken! Schnecken! Viele Schnecken. Flüsse. Schnecken sind ja ekelhaft. Die sind mega lecker. Wo sollen wir denn hin? Billy, das ist doch Quatsch. Das ist Quatsch, die sind dumm. So blöd. Wir gehen. Wie? Erzähl mir von der Welt. Ja, machen wir später. Na, wobei? Ja. Naja, ihr könnt mit Freunden einfach hier draußen rumlaufen. Ihr könnt alles entdecken. Ihr könnt überall hingehen, wo ihr wollt. Guck mal, ihr lauft nur immer im Kreis. Ihr lauft hin und her und ihr bellt. Das ist doch total dumm, was ihr macht. Ja, und wer gibt uns was zu fressen? Wir finden auch Fressen hier draußen. Wir finden ganz aufregende Sachen. Ihr kriegt immer den gleichen Scheiß. Was frisst du denn? Fleisch und... Komm mal her. Was? Hauch mich mal an. Was hast du als letztes gefressen? Es war so eine Dose auch ganz leckeres Hundefutter. Bestimmt viel besseres als das, was ihr hier habt. Wir finden ganz viele aufregende Sachen. Vielleicht hast du es nicht immer zur gleichen Zeit. Es ist nicht so, da kommt morgens ein Mensch und gibt dir das Futter. Weiß nicht. Hier. Er haucht dich an. Das riecht nicht schlecht. Ja, okay. Richtig schlecht. Okay. Benni, dann haben wir den Kaugummi. Ja, wir haben besseres Fressen. Ja, dann hauche ich dich jetzt mal an. Hey! Was Kaugummi? Hey! Das kennen wir nicht. Interessiert es euch? Weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Was wollt ihr hier? Naja, wir könnten euch auf jeden Fall zu einem Ort bringen, an dem es jede Menge leckere Sachen gibt. Ja, mir gefällt das nicht. Die sind komisch. Außerdem haben wir mal einen Kollegen von euch gesehen, der hatte so eine Leine und da war so ein anderer. Die sind echt komisch, ich weiß nicht. Lass uns lieber reingehen. Ich zeige ihm ein Bild von der wunderschönen... Du bist nicht gar nicht mal anwesend. Wieso bin ich denn noch nicht anwesend? Wie lange brauche ich denn? Hast du gesagt, dass du da hingehst? Ja, schon von halb. Oh, sorry, das habe ich gar nicht gehört. Ich verstehe ihn, ich verstehe dich. Entschuldigung. Okay, du kommst dazu. Ja. Hey, wer bist du denn? Gehört er zu euch? Ja, der gehört zu uns, ihr könnt euch beruhigen wieder. Was bist du denn? Guck mal, wie wunderschön diese Natur ist. Sie knurren nicht an. Okay, stell sie auf die Folie. Einschüchtern. Eine Eins. Warte mal. Sie gehen wieder gegen den Zaun. So, jetzt beruhigt ihr euch mal. Was ist denn mit euch los? Ihr seid die ganze Zeit so negativ drauf. Ich nehme meinen Helm ab. Das ist ein Freund von uns, der tut euch nichts. Und schüttel mein Haar. Sie werden auf jeden Fall ruhiger, als du den Helm abnimmst. Der tut euch nichts. Das können wir dir versprechen. So. Wo ist denn Freud? Er ist da drin. Das haben wir schon geklärt mit ihm. Das weiß ich ja nicht. Hast du vielleicht noch was zu fressen dabei? Meinst du das Rattengift? Nein. Unsere zwei Freunde, die glauben nicht, dass wir viel geilere Sachen zu fressen kriegen. Die beiden leben da drin und denken, das ist geil und die sind glücklich damit. Ich zeige ihnen den Flyer von Pizza. Guck, das essen wir. Oh. Ist gut, ne? Kann ich ganz kurz mal mit euch sprechen, Jungs? Klar. Währenddessen bei
Den Baron. Also, du fliegst um das Gebäude herum. Du siehst natürlich das Dach. Es hat ein Dach. Es ist ein großes Dach. Ja, klar. Durch das du nicht durchsehen kannst. Das heißt, du siehst lediglich, was außerhalb des Hauses ist. Du siehst erstmal nicht, was innerhalb des Hauses ist. Ja? Du fliegst aber rum und du findest einige Fenster. Okay. Und du fliegst da so ein bisschen unauffällig dran vorbei. Und du guckst hier durch die Fenster rein. Und du siehst hier einen Raum und siehst den Raum. Und hier tust du dir sehr schwer. Hier sind keine Fenster. Und ansonsten kannst du noch hier reingucken, aber es ist relativ dunkel drin. Also ist schwer zu sehen. Und hier ist auf jeden Fall eine Tür. Die ist aber momentan zu. Wo willst du genauer hingucken? Okay. Ansonsten siehst du natürlich die beiden Hunde. Ich schaue erstmal hier rein, wo der eine Mensch vermutlich ist. Ja, genau. Da ist ein Mensch drin. Du siehst hier, den sitzt am Tisch. Okay. Sehe ich da irgendwas im Raum, was aussieht wie eine Waffe oder irgendwas dergleichen? Oder? Auf Anhieb nicht, aber du hast ein wirklich eingegrenztes Sichtfeld, aber auf Anhieb nicht, nee. Okay, dann würde ich das Gleiche nochmal im zweiten Raum machen. Genau, du guckst im zweiten Raum, da stehen einige Regale mit kleinen bunten Päckchen überall an den Regalen. Und in der Mitte liegt so eine Art Tisch, der irgendwo so mit Fell bezogen ist. Mhm. Steht in der Mitte und du siehst eine Person, die gerade an dem Schrank irgendwas rumfummelt. Okay, auch da sehe ich keine Waffen oder dergleichen. Du siehst etwas, das so ähnlich aussieht wie eine Waffe. Und du schaust dir genauer an. Mhm. Und was es ist, das erfahrt ihr nach der Werbung, wenn wir zurück sind mit 9/11 Animal Squad. Bis gleich. Hashtag 9/11 übrigens. So, ihr befindet euch in der Nähe des Tierheims. Im echten Leben wäre auch schon sauer. Im echten Leben. Also, du schaust durch das Fenster rein und du siehst etwas, das aussieht wie eine Waffe. Das ist, hast du noch nie gesehen und es ist wie so ein Plastikröhrchen, wo so eine Stachel dran ist. Das liegt da in dem Regal ein Stück weiter hinten. Aber ansonsten findest du ja sehr viele Dinge drin, die alle wahrscheinlich sehr interessant sind, aber ja. Nichts, was jetzt wirklich raussticht. Okay, und du siehst eine Person darin, ja. Mhm. Okay, und ich sehe aber jetzt keine Öffnung, wo ich irgendwo reinschlüpfen könnte. Du siehst zwei Fenster, die beide geschlossen sind. Mhm. Na gut. Kann ich denn hier, wo die Hunde reingehen, wie kommen die denn rein? Komm ich da rein? Also, du fliegst irgendwo hier rum, du siehst ja, die anderen übrigens auch. Mittlerweile ist auch Cooper gekommen, der hat wieder ein Buch in der Hand. Wie gesagt, die Nummer so, wieder, ja, ja. So oft der Fall ist. Okay. Und gleich wieder verfolgt, die, ja. Die beide unterhalten sich gerade. Lauthals. Würfel mal bitte Wahrnehmung. 6. Ja. 4. Du hörst aus dem Haus, während du gerade wegfliegst, hörst du ein, was ist denn da los? Okay, dann bleib ich stehen. In der Luft. In der Luft quasi. Okay, du bist genau hier. Und kehre zum Ort des Geräusches zurück. Ja, du fliegst, du denkst, es ist hier. Schaust durch das Fenster und siehst gerade, wie diese Tür zuschlägt. Ist die Person draußen? Ja. Okay, dann versuche ich, die Scheibe einzuschlagen. Gut, würfel mal Stärke. Ja, das ist natürlich der Viererwürfel, ne? Ja, du pickst mit voller Wucht gegen die Scheibe. Nichts passiert. Yep. Okay, dann kehre ich erstmal zum Garten oder zum Zaun zurück. Okay, du kehrst zurück. Siehst die anderen? So. Und? Sehe ich denn da jetzt irgendeine Öffnung, wo die Hunde rein können? Gut, also. Ihr seht, wie Anton, wie der Baron um die Ecke flattert. Und ihr hört jetzt aber auch aus dem Raum relativ laut. Okay, könnt ihr das hören? Das sind die Menschen, die da sind. Ja. Die kriegen das auch. Hieß es nicht, dass die jetzt auch bald... Ich würde da schon mal weggehen. Du drehst dich um? Ich verstecke mich auch. Okay. Ich auch. Gut, würfel mal alle heimlich bitte. Oh nein. Es ist nicht so leicht, sich da zu verstecken, aber ihr könnt zumindest in den Busch springen, wenn ihr ganz schnell seid. 3. 5. 7. Ah, okay. Also... Billy und Cooper springen gewandt hinter einen Baum, während Anton sich so ein bisschen hinter einen zu kleinen Busch zwängt. Und ihr seht, wie ein Menschenkopf aus der Tür guckt und die Hunde sofort, hey, hey,
Hey, da waren zwei! Da waren andere Tiere! Hey, da! Die sind da hinten! Die sind da hinten! Da hinten! Und der Mensch so... Und geht zu den Hunden und streichelt sie so ein bisschen. Und die Hunde so, nee, du verstehst uns nicht. Die sind da, die sind genau da hinten. Da. Ja, okay. Sie werden ein bisschen leiser. Und schaut sich so ein bisschen um. Und streichelt weiter und kehrt wieder zurück. Okay, ist denn da jetzt irgendeine Tür offen oder irgendein Durchgang, wo der Mensch jetzt durchgeht? Kann ich da hinterher? Ja, du kannst hinterher, da sind aber auch die beiden Hunde. Ja gut, aber ich kann hier fliegen. Okay, dann würfel mal fliegen, bitte. Also ihr beiden, ihr A3, seht auch aus eurem Versteck, wie der Baron gekonnt um die Ecke fliegt und mit einem gekonnten Schwungflug in den Raum fliegt und jetzt direkt hinter dem Menschen in das Haus reinfliegt. Okay, möchte da irgendwo an die Seite erstmal irgendwo... Gut, erstmal, was macht ihr? Ich würde mich mir meinen Wischmopp wieder aufsetzen und ich würde jetzt mal einfach vorschlagen, ich klingel mal oder drück mal, versuche mal an der Tür zu klopfen, damit der Baron irgendwie ein Ablenkungsmanöver hat. Ich möchte euch nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen, was euch die Taube gesagt hat. Ja, das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Ja. Nee. Doch, das wollte ich euch gerade... Ich weiß nicht, ob es die Taube war, aber ja. Es hat doch vorhin, hieß es doch, dass einmal am Tag, es war irgendeine Uhrzeit, sagt mir nichts. 16 Uhr. Mhm. Wann das ist, weiß ich nicht, aber irgendwann kommt doch da immer einer raus, um dieses Feuerspektakel zu veranstalten und dann geht er wieder zurück. Das heißt, einen Moment lang ist doch da die Tür offen. Einen Moment lang ist doch da die Tür offen, dachte ich. Ich schaue mal auf meine Uhr. Es war offensichtlich... Ja, 15.38 Uhr. Ja. Dann müssen wir jetzt noch... Was ist 15.38 Uhr? Ungefähr. Okay, und was... Ungefähr... Sehr gut. So lange, wie dein Kaugummi braucht, um den Geschmack zu verlieren. Na, ist schon ziemlich geschmacklos. Ja. Und eigentlich schon lange nochmal. Hä? Okay. Vom Geschmack bis kein Geschmack ungefähr. Kann ich ihn ausspucken? Okay, also du bist in dem Raum und du fliegst rein und du merkst, wie plötzlich locker 10 Tiere... dich angucken. Okay. Freunde. Hey, wer bist du denn? Ja, okay. Was? Wer ist das denn? Wer bist du? Ah, hier ist er! Wer ist das? Ich ignoriere es und rufe erstmal Freug. Okay, rufst Freug. kommt erstmal keine Antwort. Okay, also. Was willst du hier? Wer bist du? Ich sehe mich um. Ja, also, du schaust dich um, rechts von dir sind einige Käfige über zwei Ebenen. Aus jedem Käfig guckt dich ein Tier an. Du siehst ein merkwürdiges grünes Wesen, das dich anschaut. Du siehst eine Katze, die dich anschaut. Du siehst irgendwas ähnlich wie ein Menschen und ein Stück kleiner, irgendwie mit braunem Fell. Du siehst verschiedenste Tiere, die dich angucken und keine Spur. Beziehungsweise, du schaust dich um und... In einem Käfig, links unten, siehst du, zusammengeknäuelt, Freug. Okay. Der eine weiße Pfote hat. Okay, dann bewege ich mich langsam in Richtung Freug. Okay, gut. Also, der Mensch steht direkt vor dir und natürlich aufmerksam von dem ganzen Lärm, der plötzlich entsteht, dreht er sich um und sieht dich. Ja, dann... Was ist denn los mit euch? Okay, versuche ich zu tollen. Wer bist du denn? Ja, ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Wieso? Toll mal bitte. Kann ich den verstehen? Was ist das nochmal? Süß. Süß. Süß plus 1. Oh fuck, da hab ich plus 4. Zwei. Oh, geht's dir nicht gut? Oh, sorry. Das muss dein Flügel sein. Die Person greift nach dir. Kann ich? Die Person greift dich. Oh Gott. Mach dir keine Sorgen, wir kümmern uns um dich. Oh Gott. Okay, keine Sorge, dein Flügel ist gleich wieder heil. Ganz ruhig, bleib ruhig. Freug! Clemens, kommst du bitte? Oh Gott, auch noch Clemens. Und die Person geht mit dir in diesen Raum hinein. Und schließt die Tür hinter sich. So, wieder bei euch. Ihr hört... Freug, wo bist du, Freug? Spricht er gerade mit Freug? Ich glaub, der Baron hat Freug vielleicht gefunden. Oder er guckt gerade. Ja, dann wir hoffen, dass er mal guckt gerade. Ja, dann haben wir es ja geschafft. So, was machen wir jetzt? Gut, wir können jetzt kurz warten. Was hast du gesagt, wie viel Uhr ist es jetzt?
15:41. Ja, Realtime laufen. Kann ich den Kaugummi bitte ausspucken? Nein, den behalte ich noch. Wir brauchen ihn vielleicht noch. Man kann mit so angekauten Kaugummis kann man sehr viele Sachen noch machen. Na gut. Kau dir mal ein bisschen, okay? Das war schon echt eklig. Ich weiß aber kaum noch ein bisschen. Also, der Baron ist gerade im Haus verschwunden. Sollen wir jetzt nochmal mit den Hunden eigentlich reden oder meint ihr, das bringt nichts? Ich habe ja gar nicht mit dir geredet. Das war ein bisschen dumm, ne? Vor allem, wir haben ja auch eine Lösung. Also, uns wurde doch gesagt, dass sie gleich aufmachen. Wir warten da. Ja, einfach. Müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Wie lange denn? 20 Minuten. Zurück bei dir. Oh mein Gott. Die Person drückt dich relativ fest auf diesen Tisch, der mit Fell überzogen ist. Eine Situation, die dir bekannt ist. Du bist gegriffen von einem Menschen und sie schaut dich, was ist denn mit deinem Flügel passiert? Oh Gott, das sieht ja gar nicht gut aus. Mensch, da müssen wir sofort was machen. Clemens! Okay, kann ich. Ich versuche den Hund, das Geräusch vom Hund zu imitieren. Um irgendwie. Also, ja, würfel mal. Für Lärm zu sorgen. Welcher Hund? Einen von den beiden. Alles klar, würfel mal Stimme imitieren. Die helfen dir doch. Sechs. Ja. Ja. Du weißt gar nicht. Fünf. Okay, ja. Gut. Also. Hey, 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 da ist jemand. Hey, kommt mal. Hey, hey, hallo. Hey, hey, wer bist du? Hey. Kann er gut nachmachen. Okay. Clemens, schau mal bitte kurz nach was mit den Hunden ist, okay? Ja, okay. Du gut, die also die Person hat dich weiter im Griff und schaut dich an. Oh, nein, das sieht ja ganz schlimm aus. Was ist dir denn passiert? Die Person streicht mit dem Finger über deinen Kopf. Ah, okay. Was ist denn mit dir passiert? Ach, das müssen wir sofort flicken. Warte, Moment. Und sie greift zu dem Plastikröhrchen mit dem Stachel. Okay, kann ich mich befreien irgendwie? Ja, würfel mal Stärke. Ja, und das wäre das Problem, ne? Vier. Gut, also, du schaffst noch es durch also einen... nochmal eigentlich. Ja, dann kannst du auch nochmal würfeln. Ja, kannst du auch machen. Gut, ändert jetzt nichts, aber... Ja. Gut, du schaffst es durch einen ruckartigen Flügelschlag, tatsächlich den Griff für einen kurzen Moment zu lösen. Und ich fliege aus dem Raum. Würfel mal fliegen. War das nicht zu? Die Tür ist leider zu. Oh, Jesus Christ. Gut, also du fliegst mit voller Wucht gegen die Tür und landest auf dem Boden. Oh nein, warte. Oh, oh nein. Nee, ich will nicht den Griff zu Ende. Würfel mal Gewandtheit. So, acht Stunden. Wow. Gut, also, die Person packt dich und drückt dich wieder auf den Tisch. Ja, dann bring ich halt was um, macht ihr denn? Das bringt dich doch nicht um. Wir gucken auf unsere Uhr. Ja, es ist mittlerweile. Das ist nicht halt durch. 15:48 Uhr. Das ist spannend, Freunde. Ja. Wie lange denn noch? Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Kann ich den Kaugummi ausspucken? Nein. Na gut. Aber findet ihr es nicht komisch? Der Baron meldet sich auch gar nicht. Der kommt gleich wieder. Der Hund folgt da raus. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber der Baron ist ein Ehrenmann. Der kann den noch nicht. Wie soll er den denn da rausholen? Die kriegen doch gar nicht da die Türen auf und sowas. Ja, mal abwarten. Der wird sich schon melden. Gleich öffnet sich die Tür. Die Tür öffnet sich doch gleich. Dann gehen wir rein. Dann gehen wir ganz gemütlich rein. Gut, also wieder bei dir. Oh mein Gott, du musst Tollwut haben oder irgendwas. Warte mal. Okay, ich versuche nochmal den Hund zu imitieren. Dass er jetzt vielleicht auch hinterher geht. Und guckt, was da los ist. Ja. Nee. Also die Person nimmt auf jeden Fall das Plastik-Röllchen mit dem Stachel und hat es in der rechten Hand und führt es auf dich zu. Okay, dann ich muss da weg. Kampf. Was? Was? Nee. Ich kann nichts anderes machen. Warum nicht? Halt dich. Ja, Kampf ist schwierig, weil du dich nicht gut bewegen kannst, aber du kannst nochmal Stärke würfeln, um aus dem Griff rauszukommen. Es tut mir leid, aber es ist keine Kampfsituation. Ja. Also, du rüttelst ein bisschen, aber je mehr du rüttelst, desto fester wird der Griff. Ja. Und ein Stich, zack, durchzieht deinen Körper. Oh, fuck. Schmerz schießt durch deinen Körper, aber es ist relativ schnell wieder vorbei und es wird dunkel. Geil, ey. Hast du noch Platz in deinem Beutel nachher? Ja, weiß ich noch nicht. So, bei euch. Mittlerweile ist es 15:49 Uhr. Nice. Oh, Leute. 49. Achso, 49, nicht 59. Oh. 49. Also ich sag's jetzt nochmal. Ich glaube, der Baron, der hat Probleme. Der kommt nicht mehr wieder. Naja, man hört doch auch gar nichts mehr. Vielleicht hat er ja auch Freunde gefunden. Haben die eloquenter Typ, der redet mit den Tieren da drin. Da sind viele Tiere drin. Also ich weiß nicht, ich finde, wir sollten hier mal nachgucken. Wir sind ja eigentlich schon ein bisschen unter Zeitdruck. Ne? Ja, aber wie sollen wir denn nachgucken? 15:52 Uhr. Ja, guck mal, jetzt stellen wir uns dahin, wo uns vorhin gesagt wurde, wo war denn das? Du weißt das doch, Billy.
Ja, vorne. Ja, ihr habt in der Zwischenzeit auch aus eurem Versteck gesehen, dass eine andere Menschenperson auch den Kopf aus der Tür gestreckt hat und so ein bisschen sich umgeguckt hat, aber dann Schulterzucken wieder reingegangen ist. Ja, dann gehen wir jetzt dahin, wo uns die Taube gesagt hat, dass der Mensch rauskommt zum Feuerwerk. Gut, also dann begebt ihr euch jetzt hier, wollt ihr dorthin schleichen? Oder ja, rennen, ja, oder? Ja, ja. Aber ihr seid tatsächlich relativ ungesehen und ihr kommt auch gut hin. Also, wo wollt ihr hin? Wir möchten nur noch hinter dem Auto vielleicht warten. Ja, euch gerne platzieren. Oder zwischen Autos und Dings vielleicht? Magst du noch mal kurz das Szenario bitte? Also, wo geht die Tür auf? Also, das hier ist die Tür. Wohin geht das, was euch die Taube gesagt hat, ist, dass die Tür, die geht nach außen auf. Hier ist das Scharnier. So, die geht nach außen auf. Mir ist sowas wichtig, Entschuldigung. Und die Person soll dann hier hingehen, um dort ein Feuer anzuzünden und ein Rauchzeichen zu geben. Das habt ihr zumindest gesagt bekommen. Okay, dann bleiben wir hinter dem Auto und warten. Gut, ihr bleibt hinter dem Auto stehen. Ich will mir auch schon mal die Perücke aufmachen. Aber gut, du verkleidest dich. Billy, willst du vielleicht mal vorne so um die Ecke gucken? Du siehst am ehesten, wenn da jemand rauskommt, ohne dass du dann entdeckt wirst. Kann Billy noch mal kurz mein Lippenstift nachziehen? Ja. Nimmst du nur 56? Ist gut so. Vielen Dank. Gerne, hier. Dann stelle ich mich jetzt mal da so ans Eck und versuche mich so ein bisschen im leicht hohen Gras zu verstecken, sofern es denn da etwas. Ja, genau, du Gras bist ja zwischen Auto und Gebäude eigentlich. Und jetzt habe ich aber im Blick, was da im Tür ist. Um die Ecke. Okay. Mhm. Ja. 15:58. Was mit dem Kaugummi? Kann der raus jetzt? Nee, brauchen wir nicht. Kann ich vielleicht auch ein Kaugummi haben? Willst du meinen haben? Wollt ihr euch den teilen? Ich warte erstmal seine Antwort ab. 15, klar, ich habe das meinen angeboten. Ja, dann nehme ich jetzt gerne einen. Ja, schade. Aber auch lange kauen, ne? Wir können die Dinger noch gebrauchen. Vielleicht da kann man Abdrücke machen oder Schlösser verriegeln. Ich bewahre ihn einfach auf, ich stecke ihn in meine Lederjacke. Ja, ich bin ganz stolz auf euch, Jungs, dass ihr euch jetzt so gut versteht wieder. Soll ich den abstreichen hier, wenn er den hat? Ja, aber ich kaue ihn nicht. Achso, du willst ihn nur übergeben? Nur einen Streifen. Gib mir doch einfach die ganze Packung. Dann streichst du deine Ladung. Meine Kaugummi. Ich kau den also jetzt. Also wenn du einen Kaugummi gibst, dann streichst du wieder anfangen zu streiten, Jungs. Nein, aber du kannst doch gar nicht viel tragen. Wieso, ich habe eine Lederjacke. Hier, nimm doch einen Kaugummi. 16 Uhr. Gut, ich nehme Achtung, einen. Achtung, Jungs, es geht los. Bleib ruhig. Weißt du nicht. Das weißt du. Ja, gut. Ich habe ihm einen Kaugummi gegeben. Ja, du hast einen Kaugummi. Cool. Klar. Möchtest du ihn verzehren? Ich würde ihn auch in der Lederjacke aufbewahren. Alles klar, gut. 16:01. Möchtest du noch irgendwas haben? Jungs, da passiert nichts. 16:02. Ich guck auf die Uhr nochmal. Habt ihr euch gleich gesagt, mit dem Baron, da stimmt was nicht. Die Tür öffnet sich und heraus tritt eine Person. Jungs, die Tür ist offen. Wer geht rein? Das hätten wir uns vielleicht vorher überlegen sollen. Ich kann reinschleichen, ich bin heimlich, oder wir gehen alle. Also, was macht ihr? Wir gehen alle rein, komm, oder? 3, 2, 1. Okay. Wir gehen alle rein. Ihr wollt alle reingehen? Ja. Na, wenn er so fragt. Ich bleib draußen stehen. Naja, gut. Okay, von mir aus. Ich gehe jetzt heimlich rein mal. Es reichen doch, wir haben einen starken und einen kleinen. Ihr beiden rein, bleibt draußen stehen. Du gehst einfach rein, du gehst heimlich rein. Gut, dann würfel du mal heimlich. Ich gehe einfach so rein. Du würfelst einfach. Heimlich habe ich sehr gut. Das wird sehr gut funktionieren. Achtung. 4. Ja. Also, du bist heimlich. Du trittst um die Ecke. Flap, flap. Die Person dreht sich zu dir um. Oh. Rubberbub. Hallo. So, du schaffst es sogar, noch bevor die Tür zugeht, reinzukommen. Die Tür geht zu? Das wusste ich auch nicht. Ja, geht raus und schließt die Tür wieder. Und ich drehe mich wieder um und winke und gehe wieder hinter das Auto. Ich zeig nochmal das Buch. Und geh wieder weg. Okay. Also, die Person hat auch ein kleines weißes Päckchen in der Hand, mit der sie sich jetzt tatsächlich auf diesem Punkt hier hinter verzieht. Du bist wieder hinter dem Auto. Billy, du bist mittlerweile in dem Raum. Das hat nicht geklappt. Du siehst einen recht großen Raum, wo du hier erstmal zwei Türen siehst. Beide verschlossen. Und hier hinten kannst du schon einige Tiere durch die Käfige sehen und auch Gebrabbel hören. Aber es scheint dich niemand wirklich jetzt wahrgenommen zu haben. Okay, ich werde weiterhin schleichend mich zu den Tieren bewegen und suche Freuk. Alles klar. Was machst du? Ich rede mit Er kommt wieder um die Ecke, verkleidet. Die haben mich, glaube ich, erkannt.
Ja, ich bin jetzt ein großer Star, deswegen. Ist jetzt Billy alleine reingegangen. Billy ist jetzt allein drin. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, der findet jetzt den Baron und freut, die kommen ja da gar nicht mehr raus alleine. Aber der Mensch hat mich ja gesehen. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt, wie helfen wir denen denn jetzt? Sie müssen die Tür ja wieder aufmachen, damit die wollen da raus können. Wollen wir das Auto aufbrechen hier vielleicht? Und dann? Das weiß ich nicht. Also, Billy, du bist drin, du kommst vor die Käfige, du siehst zwei Reihen von Käfigen über dir, die alle mit Gittern verschlossen sind und darin auf relativ gemütlich aussehendem Stroh und teilweise Polstern, die haben teilweise auch irgendwie Spielsachen da drin und es sind insgesamt 8 Käfige und einige Tiere gucken dich an. Ja? Hallo. So viele Freunde hier, das ist ja schön. Ja, eine Person, eine Katze spricht dich an. Hey. Hallo. Na, ja? Wie geht's dir? Gut. Ja? Du bist der Neue? Ja, kann man so sagen. Allerdings suche ich jetzt erstmal einen Freund und noch einen anderen Freund. Wie heißt er denn? Freug und Baron. Ja, Freug. Ja, Freug ist da unten. Und du schaust auf den Käfig links unten und siehst Freug, wie er regungslos im Stroh liegt. Darf ich ganz kurz fragen, wie Sie heißen? Ich bin Moira, hi. Kann ich dich duzen? Klar. Hallo Moira. Ich gebe meinen Schnabel so an die. Sie reicht ihre weiße Pfote durch die Gitterstäbe. Hallo Moira. Hey. Na, bist du schon lange hier? Nach 2 Tagen, ja. Ist es hier relativ sicher für mich rumzustehen oder kommen hier gleich wieder die Personen rein? Wie? Naja, also... Wie bist du denn hierher? Ich sag mal so, die wissen jetzt nicht unbedingt... Plötzlich taucht neben der Person, mit der du gerade gesprochen hast, aus dem Nichts, völlig aus dem Nichts, schauen dich Augen an und... Eine merkwürdige grüne Person steht plötzlich in einem anderen Käfig und steht völlig regungslos da und sagt: Wer ist er denn? Wer ist das? Beschreib ihn mir. Beschreib ihn mir. Alter, keine Ahnung, was das ist. Das ist, was bist du denn? Ich bin ein Schnabeltier. Wie sieht er aus? Beschreib ihn mal. Beschreib ihn mal. Beschreib ihn mir mal. Wem sprichst du denn da? Es ist ein großer Schnabel, der in einem Pelzball auf dem Boden liegt. Okay. Alles klar. Wer ist und die da? Kreatur verschwindet wieder. Hab ich die gesehen? Du hast sie kurz gesehen. Es waren 2 Augen und eine Kreatur, die im Raum stand, aber sie ist wieder verschwunden. Wer war denn das? Mit wem hast du denn da gerade gesprochen? Das war Leon. Ignorieren einfach. Egal. Okay. Also, ja, Freug ist da unten. Okay, ich würde ganz kurz mal mit Freug sprechen. Ja, ich bin gleich wieder bei dir. Gut. Also, ja, du gehst zu Freug, regungslos in seinem Käfig. Ich klopf so ein bisschen am Käfig. Ja, regt sich nichts. Sag mal, ich gehe wieder zu Moira. Weißt du, was mit Freug ist? Wieso schläft? Wieso? Ja, der kam gerade erst an. Ja. Ach, jetzt verstehe ich jetzt erst. Du bist Billy. Ja. Ah, ja, ich verstehe, du bist Billy. Ja. Wo sind die anderen? Wo ist der Baron? Ich bin Billy Nobler und der Baron, der ist auch hier. Alter, Leute, das ist Billy Nobler. Was? 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 Ja. Also ganz Tiere drücken sich an ihre Käfige und gucken mich an. Hallo! Das ist Billy Nobler! Ich bin Billy Nobler! Kennen wir uns? Sind wir Freunde schon? Der Freug hat von euch erzählt die ganze Zeit. Er hat von nichts anderem erzählt als von euch. Echt? Ja! Hat er gute Sachen über uns gesagt? Ja klar, natürlich! Ihr seid von Hof! Ja, sind wir! Ihr seid Billy, Cooper, Anton und der Baron von Hof. Du kennst ja alle Namen sogar. Leute, das hätte ich nicht gedacht. Und ihr müsst ihr unbedingt hier kennenlernen. Das sind so coole Jungs, sag ich dir. Euch. Seid ihr hier, um uns rauszuholen? Ja. Ja. Wirklich? Ja. Die Leute, ich hab's euch gesagt. Beruhigt euch bitte. Freug hatte recht, ja, dass sie kommen. Ja, wir kommen hierher. Aber das wir haben gedacht, der zählt uns Scheiß, aber hier kommt tatsächlich. Habt ihr denn den Baron noch gar nicht gesehen? Nein. Weil eigentlich haben wir gedacht, dass er hier irgendwie... Das war der Baron! Oh, ich bin so dumm, das habe ich nicht gemerkt. Ja. Aber da bin ich nicht drauf gekommen. Ja, du bist ja blöd. Natürlich. Das war der Baron. Du kennst doch den Baron. Den Baron, der Mensch hat den Baron genommen. Was war das? Der Mensch hat den Baron genommen. Wie, der hat den Baron der genommen? Der ist hier auf dem Boden und der hat sich in Schmerzen gekrümmt und dann hat ihn der Mensch genommen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Rüber ins Behandlungszimmer. Ins Behandlungszimmer? Wo ist das denn? Hier, direkt... Ah, Mann. Hier, direkt... Mann. Aha. Und wie komme ich da rein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Da gehen die Menschen rein. Okay. Wow. Habt ihr schon mal... Billy Nobler. Ist irgendwann jemals jemand von euch... Hey, Leute. Ist irgendjemand von euch schon mal hier rausgekommen irgendwie? Gibt's da einen Trick?
in einem anderen Käfig sitzt ein merkwürdiges Wesen, das du in deinem Leben noch nie gesehen hast. Sieht aus wie diese Menschenkinder, die ihr gesehen habt, aber komplett in braunem Fell. Und der hängt energielos so an den Sterben, als so, ich war früher mal draußen. Und wie hast du das geschafft? Ja, ich wurde geboren, ich war ein Star. Wir sind durch die ganze Welt gefahren und... Oh, mein Freund ist auch durch die ganze Welt gefahren. Den solltest du unbedingt kennenlernen. Das ist ein super cooler Typ. Moment mal, ernsthaft? Ja. Cooper? Cooper, ja. Wirklich? Wie? Du kennst... Ja, Cooper haben wir uns doch... Ich hab doch schon gesagt, dass ich... Ich hab vorher kein Wort geglaubt. Kennst du Cooper? Ja, klar kenn ich Cooper. Du kennst Cooper? Wir waren früher Kollegen. Ich kenn auch Cooper. Ja, wo ist er denn? Und drüben, draußen. Wow, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, kannst wie geht's ihm denn? Ja, umgekehrt, ganz gut. Der hat gerade ein bisschen Streit mit Anton. Ich weiß nicht, kennst du Anton? Wie hieß nur aus Erzählungen, aber... Wow. Wie hieß der denn nochmal? Krass, ey. Wie heißt du denn? Flip heiße ich, ey. Ich hänge hier und er ist da draußen. Schreib mir das mal lieber auf. Krass, krasser Typ, ey, ja. Ja, Mensch, das Zeit, ist ja traurig. Ey, warum seid ihr denn alle so traurig? Ja, wir hängen hier drin, ey. Wir kommen hier nicht raus. Na gut. Weiß einer von euch irgendwas von, wenn ich gerade schon mal hier bin und so viel Aufmerksamkeit habe und so ein großes Publikum, weiß irgendjemand von euch was von so großen Dingern, die wo dann so fliegende Sachen reinfliegen und dann brechen die zusammen? Ja, Freud hat davon erzählt. Der meinte, er hätte so Sachen gesehen, aber... Ja. Also, er hat doch Scheiß erzählt, oder? Ja. Ich bin nicht klar. Okay. Ich dachte schon, ihr... Naja, also wir wissen es noch nicht so genau. Ich dachte, jemand von euch hat vielleicht mal irgendwo was gesehen, gehört, jemanden kennt jemanden oder so. Nein? Nee. Wo holt war euch die draußen? Ich hätte zum Glück... mal Wahrnehmung, bitte. Oh, ich hätte zum Glück heute... Du kannst auch mal Wahrnehmung würfeln, wenn du möchtest. Oh ja. 3 plus 1. Hören? Ja. Dann habe ich 4. 1. Gut, du hörst etwas. Kleines Rascheln. Stück hinter dir und du guckst dich um... Und du siehst, wie dich ein kleiner Rattenkopf anguckt und sofort verschwindet. Oh, fuck. Was denn? Da war gerade eine Ratte. Quatsch. Die hat uns gesehen. Verarscht mich doch. Nein. Ich verarsch dich nicht. Du willst mich doch nur ärgern. Da war gerade eine Ratte. Ja, und jetzt? Ich schwöre. Und jetzt? Jetzt würde ich sagen, machen wir hier richtig viel Lärm. Und dann? Dass alle in Panik geraten. Wie lange ist denn Billy jetzt schon weg? Kannst du mal... Ich gucke auf die Uhr. Guck mal bitte. Okay, es ist 16.04 Uhr. Eine Minute. Krass. Wenn er jetzt auch nicht wiederkommt, was machen wir denn jetzt? Haben wir die Ratten hier auf der einen Seite und die beiden sind da drin. Vielleicht machen wir einfach wirklich... Wir rennen da rum und machen richtig viel Radau, dass die Menschen rausrennen und dann können die Leute anderen verschwinden vielleicht. Dann lass uns wieder zu den Hunden laufen, dann machen die wieder Krach. Das dann auch die Ratten. Die Ratten haben bestimmt Angst davor. Wir beide haben keine gut, Angst. Vielleicht ist das gut. Ja, dann kommen die Menschen auch daraus und vielleicht können die anderen beiden dann weglaufen. Ja, das ist eine gute Idee. Was macht ihr? Wir gehen zu den Hunden. Gut, ihr kommt mit den Hunden an. Hey! Hey, hey, hey! Hey. Na? Hey! Na? Hey! Assi? Hey! Na? Na? Was Assi? Was? Vollidiot. Hä? Selber Vollidiot. Fick dich! Hey, komm her! Schläg gegen den Zaun. Du kriegst dich gar nicht hier. Hä? Du kriegst uns nicht. Wir kommen mal rein, hä? Ja, komm du doch mal raus. Ja, ich kann nicht raus. Du nicht. Ja, und? Hä? Verdammter Loser. Ja, bin ich so ein komisches, riesiges, zweibeiniges Viech wie du? Was sollst du mal darstellen? Ich bin super stark, Alter. Hier, so ein riesiger Ball mit Armen dran, oder was? Wie siehst du denn überhaupt aus in deinem komischen Gefangenschaftszustand hier? Oh, wow. Der Comeback-Meister. Das hab ich denen auch schon gesagt, das interessiert die nicht. Die finden das cool, dass sie da gefangen sind. Ja, wieso findest du das denn cool? Weil sie Loser sind. Cool? Das ist echt Loser einfach. Wohnen da in ihrem kleinen Käfig. Oder was? Hä? Was wollt ihr denn jetzt plötzlich? Ich dachte, ihr wollt irgendwie uns helfen oder hier rein oder was auch immer. Was ist denn mit euch los, ey? Ihr wollt doch gar keine Hilfe haben. Fickt euch. Billy, du hörst von draußen Gebelle und Gerumpel. Scheiß Loser bist du. Hä? Loser bleiben. Kommst du hierher und willst. Komm rein, hä? Komm rein. Was hast du denn schon erlebt? Komm rein, dann klären wir das, okay? Komm rein, dann klären wir das. Okay, du nicht. Was hast du denn gemacht im Leben? Was hab ich gemacht? Denn erreicht? Hallo? Nichts. Du bist der faulste Hundemensch, den ich je gesehen habe. Ich habe diesen Ball hier so fest gegen den Zaun geworfen, dass er abgeprallt ist und bis zur Hälfte des Käfigs Gold ist. Okay? Das ist eine sorry, super gute Leistung. Sorry. Okay? Hey, ich weiß nicht, was du gemacht hast in deinem Scheißleben, Kugelmann. Ja? Aber ich habe was geleistet, okay? Und ich kriege jeden Tag dreimal zu fressen. Das ist richtig viel. Hey, hör mal zu.
Wenn ihr wirklich mal cool sein wollt, wenn ihr mal was erleben wollt, wisst ihr, was ihr macht? Ihr kommt zu uns raus, dann können wir das klären. Ja, ich komm hier nicht raus. Ja. Was ihr macht, ihr ruft einfach hier euren Mensch, dass der rüberkommt, dann lauft ihr da durch. Und ihr könnt doch bestimmt auch vorne... Dann kriegt ihr Ärger, Mann, ey. Ach, dann kriegt ihr Ärger. Was und dann ist es schlimm, wenn ihr Ärger bekommt oder was? Hast du Angst vor Ärger oder meinst was? Meinst du, das ist das Aufregendste in deinem bekackten Leben in diesem Käfig oder was? Dass du da nie rauskommen wirst und dann kriegst du Ärger von den Menschen. Jetzt wollt ihr mich verarschen oder was? Er erzählt mir, dass er irgendwie Stress will mit mir. Du, Hund, der seit 3 Wochen nicht gewaschen wurde anscheinend, offensichtlich. Ja, ich habe viel mehr erlebt als du in deinem ganzen Leben hier in dem Käfig. Ja, wow, was hast du denn erlebt? Anscheinend noch nie eine Dusche. Ja, und? Was ist dir das wert? Du wohnst einfach in einem scheiß kleinen Käfig. Also, Billy, du hörst deine beiden Kollegen auch draußen meutern. Und ich bin für eine Kraftprobe. Wir machen eine Kraftprobe. Ja, klar, komm her, okay, was willst du denn? Wir beide machen jetzt mal Tauziehen. Hey, okay. Pass auf, wir machen den Gürtel. Wir geben euch den Gürtel hier durch und wir beide ziehen an der einen Seite und ihr beide zieht an der anderen Seite. Okay, und okay, wir machen wir. Klar. Die haben gewonnen. Okay, und der Gewinner? Und der Gewinner darf entscheiden, was jetzt gemacht wird hier. Der hat einen Wunsch frei. Bei den anderen. Ja, okay. Ja, geil. Ja, klar, okay, alles klar, geil. Machen wir. Okay. Okay. Ich gebe mit so dem Genick. Den Stück vom Gürtel durch. Ja. Reichst du gut durch? Komm, Anton, pack gut an. Wir machen jetzt ziehen. Wir ziehen jetzt am Gürtel. Machen wir. Wer stärker ist, gewinnt. Okay. Das ist dumm. Die haben eine Stärke von 6 und von 8. Oh. Okay, also. Echt? Ja. Die sind ja super stark. Was hast du denn? Ich habe 6er Würfel plus 1. Ich habe 8. Ah. Okay. Du hast sogar Stärke plus 2. Okay, also. Du reichst den Gurt zwischen den Zaun durch. Nee, du hast auch Stärke. Ja, plus 1. Richtig. Nicht plus 2. Achso, okay. Gut, also du reichst den Gurt, die beiden packen den Gurt mit ihren Zähnen. Der eine stellt sich so auf die rechte Seite, der andere auf die linke Seite. Wir brauchen den übrigens am Ende wieder. Komm schon, komm schon. Ich will den Gurt aber wieder haben. Das ist der Deal, ne? Okay. Gut, also, würfelt mal bitte. Oh, 8. Lass nochmal würfeln. 6. Oh, nice. Was beide nochmal würfeln. 7. 2. Okay, nicht schlecht, gut. Die beiden würfeln. Okay, 8. Also, es geht los und ihr beiden relativ schnell reißt den Gurt zurück und die beiden geben nach und knallen gegen den Zaun und lassen den Gurt los und ihr zieht ihn raus. So. Ah, Mann, ey. Ja, wir sind ziemlich stark. 2 von 3. Nee. Eine Runde haben wir gesagt. Okay. So, was wollt ihr denn jetzt? Ihr müsst dafür sorgen, dass vorne bei euch mal die Tür dann aufgeht, die Ausgangstür. Könnt ihr das irgendwie machen? Hey, wow, ey, das ist zu krass ein bisschen. Was denn? Ihr müsst doch nur dafür sorgen, dass hier die Tür aufgeht, dann läuft einer von euch da vorne durch. Und dann seid ihr außerdem in Freiheit. Ihr könnt auch da bleiben. Macht einfach nur die Tür auf für uns, dann seid ihr auch schon cool. Die Tür? Ja. Die Tür war ja eben auf. Okay. Die eine hast du hier vorne? Ja. Gut. Die ist doch wieder zugefallen, deswegen also, kann... Ja. Gut. Okay. Oder, alles klar. Das ist gut. Oder wollen wir das vielleicht nochmal durchdenken, Kuba? Haben wir vielleicht einen anderen Wunsch? Wenn die Menschen beißen vielleicht? Wenn ihr das machen würdet? Nein, ja. Das können wir nicht machen. Das haben wir gesagt. Nee, da sind wir komplett geliefert. Wirklich nicht. Wir haben gesagt, einen Wunsch. Ihr beißt beide. Wenn hier Tiere aggressiv werden, dann kommen sie in den Behandlungsraum. Und dann ist erstmal Schluss mit aggressiv. Was ist denn der Behandlungsraum? Das ist der Raum da drin. Okay. Und was vielleicht noch gut ist wäre... Ist da jemand im Behandlungsraum gerade? Wisst ihr, wo der Schlüssel ist? Wisst ihr, wo der Schlüssel für die Käfige ist? Ein was? Ja, wir wissen gleich, dass da Käfige drin sind. Keine Ahnung, wovon du redest. Also was gut wäre, wenn ihr vielleicht... Ihr macht die Tür auf und ihr müsst vielleicht unsere Freunde mitbringen und Freude. Okay, wir machen die Tür auf, okay? Gut, so viel. Okay, ja, gut. Dann macht die Tür auf. Gut, also, sie rennen beide nach drinnen. Du unterhältst dich gerade mit den Tieren. Plötzlich stehen dir neben dir zwei Hunde... gucken dich kurz verwirrt an, springen über dich drüber und laufen weiter zur Tür und öffnen die Tür und was dann passiert, seht ihr nach der Werbung bis gleich bei Animal Squad. Hashtag 911. Viel Spaß, bis gleich mit der Werbung. Willkommen zur Wir machen die Tür auf Show auf Rocket Beans. Es geht weiter, mein Mikrofon ist gut, Entschuldigung. Ich habe gerade einen richtig guten Gag gemacht, aber das könnt ihr es euch denken. Billy, du siehst, wie die beiden Hunde über dich drüber springen, den Gang entlang laufen und die Tür öffnen und dann da stehen. Hey, was macht ihr da? Hey, deine Freunde wollten, dass wir die Tür aufmachen, oder? Ach. Cooper. Okay. Wir gehen mal hin und rufen rein.
Wohin geht ihr? Wo geht ihr denn auch zur Tür hin? Gut, ihr geht zur Tür. Was macht ihr? Was macht ihr? Wir rufen mal rein. Hey, also, du siehst in der Tür stehen deine beiden Freunde. Was macht ihr denn da? Wir wollen nur gucken, bei uns ist alles in Ordnung. Ich habe eine super gute Unterhaltung. Sind super nette Leute. Hier, Leute, guck mal, da sind die. Wo ist Cooper? Da sind die. Flip? Hey, Cooper. Altes Haus, was geht? Was machst du denn hier? Das hätte ich ja nicht gedacht, dass ich dich nochmal sehe. Flip. Mann, Alter, das war. Wie lange ist das jetzt her? Puh, so 10 Tage? Ich weiß nicht, ich hatte keine Ahnung. Alter, Mensch. Ja, gut siehst du aus. Ja, du siehst gut aus, mein Freund. Ja, was machst richtig, du denn hier? Sieht ja gut aus mit dem Auge. Ja, ja, Augen drauf muss ich immer noch nehmen, ne? Alter, was war das für eine Scheiße, Mann, ey. Wie bist du denn hier gelandet? Ja, wie wohl, ey. Die haben uns rausgeholt. Ja, mich auch. Scheiße, also ich gehe mal davon aus, dass du zu den Käfigen hinläufst. Ja, jetzt ja. Scheiße, Mann, ey. Wie konnten wir das nicht sehen? Ich nehme mal die Perücke ab, damit er mich... Ich habe auch nicht so Haare... Ich hab eigentlich, ach so, ich dachte ja schon. Ja, aber sie steht hier. Ja, das ist nur Verkleidung. Das ist ja gefährlich. Wie konnten wir das die ganze Zeit nicht sehen, Mann? Die haben uns ausgenutzt. Ich weiß nicht. Wie Idioten. Wir waren voll. Wir dachten, wir sind Stars, aber... Wir waren Stars. Alter, die haben uns ausgenutzt, die ganze Zeit. Naja, nicht die ganze Zeit. Mann, die wollten nicht aufessen, Alter. Nee. Klar, Mann, die wollten nicht umbringen. Nein. Ich laufe auch mal rein und hör zu. Die wollten so einen Zaubertrick mit mir machen. Hallo, Anton. Alter. Hallo. Nee, Flip, Mann, du musst raus, umbringen. Alter. Du musst hier rauskommen, mit uns mitkommen. Ach, was soll ich denn hin, Mann? Ist doch eher scheißegal. Nein. Ach, ich weiß nicht. Nee, Mann. Ist doch, wo soll ich denn hin? Mit uns mit. Wer will mich denn? Wir gehen nach Amerika. Was soll ich denn in Amerika machen? Wir werden die großen Stars. Ich hab's doch hier schon zu nichts gebracht. Wir werden Stars wieder, Flip. Du warst der Star. Du bist der Star, ich doch nicht. Du warst immer mein kleiner Star. Ach, schon. Du warst mein kleiner Star. Nee, Mann, echt nicht. So was Nettes hat er noch nicht von mir gesagt. Also, auch du kommst an die Käfige. Du siehst, ach, Käfige. Früher oder später siehst du auch Freuk in links, der in links unteren Käfig. Der hat eine weiße Pfote und ist, liegt völlig regungslos da. Ansonsten siehst du auch dieses kleine haarige Menschenwesen, das jetzt mit Cooper spricht. Wow, ich, als Frau Freud erzählt habe, er hat einen Känguru getroffen. Ich konnte es echt nicht glauben, Mann, ey, krass. Wow. Ihr seid die Tiere von Hof. Wow. Das sind wir wohl. Mhm. Aber stimmt das, die ganze Sache mit den. Alles stimmt. Ja, stimmt. Was aber ist das? Alles stimmt. Abgefahrene Scheiße. Diese scheiß Helden schon. Aber keiner weiß es bisher. Vielleicht sollten wir nicht alles hier ausdiskutieren. Flip, du kommst einfach mit uns. Wir gehen jetzt, nehmen Freud mit. Nehmen Billy Flip, mit, kannst du noch diesen Trick? Mit, ne? Ich komme auch wieder mit. Hast du den Baron gesehen, ach, irgendwo? Komm, ey. Kannst nee, du noch aber die Festungstricks? Mir gesagt, dass er da vorne ist. Komm mal hier raus. Das ist schon so lange her. Cooper, was bringt das denn uns, jetzt das zu so können? Was bringen denn Tricks? Für wen denn? Wer will das denn sehen? Ja, vielleicht kannst du die Dings aufmachen. Dein Käfig öffnen. Ach, ich bleib hier, Mann. Du bleibst doch nicht hier. Ach komm, die was soll ich denn da draußen, Mann? Das ist für euch. Ihr zieht da rum und habt eure Sachen, aber wir, das ist doch scheiße. Nee, komm, ist egal, passt schon. Lasst, geht nur. Okay. Ich lass. Achso. Ich lass dich jetzt hier nicht zurück, Mann. Du bist mein einziger Freund. Und Billy auch und ihr auch, natürlich. Ja, danke. Natürlich. Ey, aber übrigens, euer Vogel, Mann, der ist im Behandlungsraum, ihr solltet echt mal gucken. Ist da jemand noch drin? Ja. Wie, was sollen wir denn machen? Ja, das ist nicht gut, ey. Was heißt Freud das denn? War da als letztes drin. Was heißt denn Behandlungsraum? Freud war da als letztes drin und schaut auf, wie es ihm geht. Regungslos. Ich versuche mal so, ihn anzupieken. Kann man ihn anpieken? Ja, du hast recht lange Arme, du tappst auf ihn drauf, aber da passiert nichts. Aber er ist noch warm. Er ist warm, ja. Das schaut man. Ach, der wird doch wieder. Wisst ihr, wo die Schlüssel sind? Weiß irgendjemand hier, wo die Schlüssel sind? Nein. Also, ihr kommt ja auch manchmal raus, oder? Aus euren Käfigen. Und da macht man doch vorher irgendwas rein und dann geht's auf. Nee, eigentlich nicht. Ihr seid die ganze Zeit in den Käfigen? Wir gehen in die Käfige auf. Also, du guckst dir den Käfig an und du siehst, das ist ein Käfigverschluss. Das ist ein Riegel, den du rausziehen kannst und die Tür öffnen kannst. Dann mach ich den Riegel auf. Du öffnest den Riegel. Von welchem Käfig? Von Flip natürlich. Ja, der. Du kannst den öffnen. Flip guckt dich mit toten Augen an. Ich nehme ihn einmal in den Arm. Alter, komm her, Mann. Oh. Flip, also, komm. Er umarmt dich auch, aber du merkst, er hat nicht mehr die Kraft wie früher. Irgendwie. Okay, Flip. Ich gebe dir jetzt was. Wenn du wirklich irgendwann keine Kraft mehr hast, nimmst du das. Und deine Leiden sind komplett vorbei. Aber bitte. Das ist doch Quatsch.
Es ist Gift. Das brauchen wir vielleicht. Wenn du nicht mehr leben möchtest, Slip. Okay. Das dann irgendwann kannst du es nehmen. Das war normal. Du bist wirklich der einzige Freund, den ich je hatte. Du verstehst mich. Ich streiche einen Rattengift auf und wische mir eine Träne aus meinem Auge. Also du gibst ihm eine Portion Rattengift, die er dankend entgegennimmt. Philipp, es tut mir so leid. Komm doch mit. Meinst du, das ist die Lösung? Das bringt doch alles nichts mehr. Alter Junge. Nee, Mann. Ich öffne auch die Tür von Freud, Mann. Ja, öffnest die Tür von Freud. Möchtest du wirklich, dass wir dich zurücklassen? Hey, hey, hey! Du hörst die Hunde. Hey, hey, Jungs, hey! Jetzt seid ihr einmal ganz kurz ruhig, ja? Leute, Leute, da ist was draußen. Da draußen ist was. Was ist da? Was ist da? Irgendwas. Riecht ihr das? Wir machen alle Türen auf. Okay, ihr öffnet alle Türen. Ach so, die Käfigtüren. Ja. Ihr öffnet alle Käfige. Ihr findet noch eine weiße Katze, wie gesagt. Und ein Das wird eine Käfig richtig fette Schlacht mit den Ratten, wisst ihr, ne? Ich habe eben schon eine Ratte draußen gesehen. War das eine Ratte? Ja. Was, wissen, die Ratten? Wissen die Bescheid? Oh, nein, ich höre mal. Lauft! 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 Schnell! Flip, was machen wir? Bleibst du hier? Ihr müsst uns doch helfen, die Tür aufzumachen. Kommst du mit, Flip? Lauft! Ein Versuch noch, Flip. Ihr könnt mich nicht retten. Lauft! Lauft, ihr Narren! Aber dann hilf uns wenigstens, die Tür aufzumachen. Wir müssen noch unseren Freund holen, Baron. Wir brauchen den Baron. Ihr müsst uns alle helfen, jetzt die Tür aufzumachen. Wir haben euch geholfen, hier rauszukommen. Opa, ich bin kein Held. Du warst immer ein Held für mich. Das ist eine Rhetorik. Scheiße. Oh. Der bringt sich um. Ja! Ja. Nice! Du warst immer aus Heldenfleisch gemacht. Cooper, ich habe dich immer verehrt. Cooper, weißt du was? Du hast recht. Du hast verdammt recht. Ich bin nicht irgendjemand, ich bin Flip. Du bist der fucking Affe. Flip. Okay? Der beste und die Leute Salto-Affe der Welt. Sie kommen, um mich zu sehen. Ja, Mann! Und jetzt bin ich hier. Ja! Okay, die ganze Welt ist meine Bühne. Ja, Mann! Okay, Mann! Du kommst mit! Okay! Ja! Ja, Mann! Komm schon! Yes! Er springt aus dem Käfig, wirft das Rattengift durch den ganzen Raum und stellt sich in den Raum. Egal, wie viel Zeit ihr braucht. Ich halte sie auf. Und was? Er läuft zur Tür. Das ist vielleicht ein bisschen krass, Flip. Was ist das für was? Er läuft zur Tür. Nee, ist okay. Jetzt machen wir die Tür auf. Wir machen jetzt Hund den Baron da jetzt raus. Ja, ich habe gehört, Baron ist in diesem Raum okay. Drin. Sprungkick! Also, aus den anderen Käfigen übrigens, ihr holt noch eine weiße Katze hervor. Was macht ihr mit Freud? Den nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir den in den Beutel rein. Sehr gut. Ah, okay, du packst Freud und packst ihn in den Beutel rein. Das ist ganz schön groß, ne? Ja, egal. Ja. Ansonsten, die weiße Katze hüpft auch, aber versteckt sich konstant hinter Anton. Also weiß gar nicht, was jetzt abgeht. Ansonsten, die Hunde, Hey, hey! Leute, das sind Ratten! Ratten! Ja, wir müssen hier sind Ratten, Leute! Haut ab! Sprungkick! Haut ab! Sprungkick, alles auf die Tür! Die beiden Hunde rennen durch den Flur und nach draußen. Mach mal die Tür zu! Mach du die Tür zu! Ich mach die andere Tür auf! Ich lauf zur Tür und mach die Tür zu zum Ausgang. Ihr schaut erstmal alle in den Raum. Flip hat sich in die Tür gestellt. Flip, mach die Tür zu! Und es kommen... Oh nein. Ihr seht lauter schwarze Punkte. Oh nee. Die kommen von unten. Und Flip stellt sich und fängt an zu kämpfen. Und zu kämpfen. Und für Kuba! Für die Vorstellung! Los geht's. Okay, ich mache mit dem Sprungkick die Tür von B auf. Also, gut. Würfel mal. Ja, würfel mal Stärke. Es ist nicht wirklich ein Kampf. Gewaltwurf ist das hier eigentlich, oder? Alle helfen uns. Nee, würfel mal Stärke. Alle hauen doch auf die Tür jetzt gerade ein, dachte ich. Vier. Plus eins. Also, du schlägst die Tür ein, wamm, mit einem Schlag, fliegt die Tür aus den Angeln. Ich schnappe den Scheiß Baron. Innen drin ist ein Mensch, der dich anguckt, völlig überrascht. Ich mach einschüchtern. An. Okay, wirf mal einschüchtern. Ja. Gut, also, du ja, die Person drückt sich an die gegenüberliegende Wand. Ich schnapp mir den Baron. Ja, du siehst der Baron, der mittlerweile zu großen Teilen mit weißem Band umwickelt ist. Ich schnapp mir den Baron, nimm das Band und wickel ihn auch so um mich rum. Ja. Weil Beutel, oder ist im Beutel noch Platz? Ja, der Beutel ist Platz. Ja, Beutel rein. Ja, also, ihr beiden seht, wie Flip hier heldenhaft kämpft, auf Ratten einhaut. Wo kommen wir die raus? Ratten springen auf ihn drauf, springen in die Schulter, springen in sein Gesicht, überkrabbeln ihn und er fällt nach hinten um und Ratten strömen in den Raum hinein. Ich laufe nach hier hinten zu den Hunden hin, wo die waren.
Aber da kommen wir doch nicht raus. Wir müssen so. Okay, die Hunde sind auch da rausgelaufen. Wo gehst du denn hin, Anton? Da ist kein Ausgang. Aber ihr könnt ja gerne rausgehen. Nein, ich will nicht hin. Also nur hier raus in diesen Außenbereich. Anton, was machst du denn? Wir müssen so schnell wie es geht zum Auto oder wieder zum Motorrad. Aber wir kommen also da vorne gar nicht mehr raus, wo die ganzen Ratten sind. Ich mach kurz mal die Tür zu bei mir. Ach, du Scheiße. Ja, okay. Du bist hier drin. Ja. Sicher. Ich mach mal kurz die Tür zu. Super cool. Ja, was soll ich denn machen? Du bist abgehauen. Gut, die kannst auch. Leute, Leute, was ist hier? Was machen wir? Ich durchsuche den Raum. Also, du schaust im Raum noch über die kleine Päckchen. Du kannst sehen Tollwut-Tabletten, du kannst Bandwurm spritzen, du kannst verschiedene Sachen sehen. Schwierig, wonach suchst du? Du hast doch noch das ganze Rattengift. Ich zeig dem Menschen den Schlüssel. Ich zeig auf den Schlüssel und mach noch ein bisschen Angst. Also ob ich einen anderen Schlüssel haben will von dem Auto. Die Person ist momentan so eingeschüchtert, die kümmert sich, kauert sich einfach nur zusammen. Und ich durchsuche Clemens! 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 Ich durchsuche die Person! Clemens! Ich durchsuche die Person! Clemens! Ich taste die Person ab. Okay. Gut, du taste die Person ab. Sie ist komplett aus. Clemens! Sie schlägt wild um sich und trifft dich einmal im Gesicht und du kriegst einen Schaden. Du hast keinen Helm mehr auf, du kriegst einen Schaden. Scheiße. Die Person fuchtelt einfach. Clemens! Clemens! Ah, lass mich los! Lass mich los, Clemens! Ah! Okay. Fuchtelt rum sich. Ich guck einmal durchs Schlüsselloch. Ja, du guckst durchs Schlüsselloch. Du kannst nicht wirklich viel sehen. Also, wir müssen jetzt auch mal Gewandtheit würfeln erstmal. Ja, würfel mal bitte erstmal alle Gewandtheit. Ich auch? Wieso ja, denn? Du auch. Wieso denn? Aber ich bin ja weg. Aber egal. 6. Oh Gott. 8. Weißt du? Ja. 7. Ah, warte. Billy 8. Hupe. Anton 7. Ich hab 2. Oh, fuck, ey. Scheiß Ratten. Kann man da nicht einfach drüber laufen über die scheiß Ratten? Wir können doch da einfach drüber laufen, oder nicht? Die Ratten gehen dir bis hier. Ja, aber also du bist die Kollegen hier. Warte mal. Und du? Was mit dir? Ich reite auf ihn. Wir können ja jetzt nicht gegen 1 Million Ratten kämpfen. Nein, können wir nicht. Ja. Okay. Also, ihr lauft hier raus. Mhm. Gut. Billy, was machst du? Ja, verzweifelt renne ich ihm hinterher. Gut, also. Die Katze folgt dir, ist mittlerweile auch hier drin. Und ja, also ihr seht Ratten auf euch zukommen. Aber ja, bestimmt erstmal 20 Stück. Die Tür schließen. Das ist keine Tür, oder? Doch. Ja? Die Tür könnt ihr schließen, ja. Ja, schließen wir die Tür. Okay. Ja, also ihr schließt die Tür. Hier ist zu. Gut. Ich guck, wo die beiden Hunde sind. Ihr schließt sie zu. Die sind hier drin. Oh Leute, fuck, fuck, fuck. Okay, wir machen Folgendes. Lasst uns einfach hier ein Loch graben an dem Zaun und dann kommen wir da durch. Wir können doch alles. Was habt ihr gemacht? Wer seid ihr denn, ey? Was ist denn hier los? Ja, wir haben vielleicht ein kleines Problem gehabt mit den Ratten. Das können wir jetzt ausdiskutieren, wir können es auch bleiben lassen. Ich bin ein Wolf, ihr seid zwei Hunde. Lasst uns einfach hier ein Loch graben und dann mein Freund Billy fuck, und fuck, ich fuck, und fuck, ihr, fuck, fuck. Dann können wir alle hier rauskommen. Fuck, eine Taube kommt geflogen. Wir haben große Meldungen von Truppenbewegungen hier in Richtung hier. Was ist los? Was ja, macht ihr hier? Ganz viele Ratten sind da reingegangen ins Tierheim. Die sind da jetzt drin und umzingeln unsere Freunde. Wir sind in großer Gefahr. Könnt ihr uns helfen? Okay, wir können einen Angriffsmanöver fliegen. Ja. Aber ihr müsst sofort raus. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, das machen wir. Okay. Viel Glück. Ja, danke. Gut, also er hebt ab und fliegt weg. Wie lange dauert es? Wir sind sofort da, ungefähr 3 Flügelschläge. Gut, also, die sind erstmal weg. Die beiden Hunde schauen euch panisch an. Wie sieht es bei dir aus? Du immer. Clemens! Clemens! Wo bist du denn? Clemens! Clemens! Haut um dich. Haut um sich. Ich versuche den Baron irgendwie aufzuwecken. Ja, du schüttelst ihn, da passiert nicht viel. Wen habe ich da noch drin? Irgendwann noch, ne? Freund, ja. Der macht auch nichts, ne? Es ist mittlerweile recht schwer. Ich mach die Schubladen alle auf und reiß sie so raus und guck irgendwas. Ja, also du findest eine Menge medizinischer Sachen. Du findest Verbände, du findest Spritzen, du findest Tabletten. Aber wonach suchst du denn? Ich suche nach dem Autoschlüssel oder irgendwie irgendwas, was uns hilft. Wie geht's dem Motor? Ah, okay. Schlüssel findest du erstmal nicht. Oder Messer. Schlüssel findest du. Kann ich ja nicht benutzen, okay. Dann guck ich mal, wie klopf mal so gegen die Scheibe. Ob die irgendwie aufgeht. Guck, ob das... Auf ist schwer. Willst du sie einschlagen? Ja, noch. Wie groß ist denn das Fenster? Du siehst mittlerweile, dass sich auch außer um dem Haus, du siehst, wie einige Ratten vor dem Fenster reinlaufen zur Tür. Gibt es da einen Stuhl? Dann will ich mich kurz erstmal setzen. Da ist ein Stuhl, du setzt dich hin. Ja. Ja.
Gut, ihr beobachtet, wie plötzlich hinter den Bäumen in einer Keilformation fliegenden Geschwader von 30 Tauben erstmal so um euch rumfliegen auf die andere Seite des Hauses. Okay. Kann ich das machen? Ihr hört innerhalb des Hauses mittlerweile auch lauter Kratzen. An der Tür. Wir warten jetzt, bis der Angriff gestartet ist, und dann rennen wir sofort alle zu unserem Motorrad durchs Haus. Wir haben euch umzingelt! Aber in dem Haus sind doch auch ganz viele Ratten. Sollen wir nicht lieber hier unter dem Zaun vielleicht durch? Ich weiß nicht, ob wir buddeln können. Es kommen mittlerweile, davon angelockt, auch einige Ratten von dieser Seite hier auf euch zu. Ey. Und zwei Ratten laufen auf dich zu. Es gibt gerade nur eine Möglichkeit. Wir müssen wieder ins Haus, wenn der Angriff gestartet hat. Und wir müssen unsere Jungs holen. Kann ich denn mit denen sprechen, wenn ich ganz laut rufe? Du kannst Cooper, versuchen. Cooper, Cooper! Ich höre nichts. Würfel mal Wahrnehmung. Cooper! So, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Was hast du gewürfelt? Eins. Sorry, okay, nee, du hörst nichts. Gut. Also, anderes zwei Ratten laufen auf dich zu, springen durch das Gitter durch, passen da durch und greifen dich an. Ja, versuche ich wegzurennen wie ein Irrer. Okay, wo willst du hinrennen? Ja, wir gehen da jetzt rein. Okay. Nee, seid ihr bescheuert? Ja, was sagst du? Also, du siehst da zwei Ratten von den Büschen kommen und durch den Zaun in euer Gehege springen. Oh, fuck. Ich sag den Hunden, hey, lasst uns gemeinsam gegen die Ratten kämpfen. Die zwei Ratten können wir besiegen. Die Hunden, hey, hey, haut ab, haut ab! Was zur Hölle ist das hier? Haut ab! Es gibt hinter die Hunde. Anton, es gibt nur einen Weg nach draußen, okay. Und das ist über die... Beide Ratten greifen dich an. Wen? Dich. Also, Sekunde. Was hast du? Hast eine Parade? Wie viel ist deine Parade? Mich jetzt? Ja. Vier. Vier, okay. Warte. Scheiße. Okay, gut. Also, sie greifen dich an, aber du schaffst es auch auszuweichen und hin und her zu springen. Cooper, was machst du? Was soll ich denn machen? Ich versuch diese Person. Nee. Was ist denn nun mit den Tauben? Die sind auf die andere Seite des Hauses geflogen. Ich guck mal, ob ich irgendwas. Ich hör mal, mach mal mein Ohr an die Tür und hör mal. Ja. Also, du hörst sie. Du drückst dein Ohr an die Tür und du hörst. Da! Draußen! Da sind sie! Draußen! Schnell! Schnell! Und du hörst. Kampf ist leer. Da! Da! So! Da! Flattern! Da! Da! Okay, das war der Angriff. Flattern. Okay. Hilf mir! Mama! Mama! Schlüsselloch sehe ich nicht. Schlüsselloch sehe ich auch nicht, oder? Auf ihn! Auf ihn! Du findest keinen Schlüssel. Nein! Nein! Gott! Mama! Schlüsselloch. Wir müssen raus. Es gibt keine Ahnung. Was sehe ich im Schlüsselloch? Auf ihn! Auf ihn! Was sehe ich im Schlüsselloch? Du siehst durch Schlüsselloch Armageddon. In dem Raum flattert gerade überall Federn rum. Dann überall mach ich mal einen Spalt die Tür auf und guck mal raus. Also, du schaust raus, du siehst Leichen übersät der Flur, überall aufgeschlitzte Rattenleiber, Tauben, die tot in der Ecke liegen. Überall, du siehst eine Ratte, die einen abgerissenen Arm hat und in der Ecke hängt. Und, ah! Sani! Mama! Ah! Mein Freund ist gerade gestorben. Ich bin immer auch ein bisschen traurig, natürlich. Da ist Chaos. So, ihr hört auch Ähnliches. So, ja. Ihr hört, dass mittlerweile im Raum geflattert ist. Ja, und ich gehe jetzt da rein und versuche da hinten rauszurennen. Okay. Und zwar heimlich. Du versuchst, die Tür zu öffnen. Heimlich? Ja, du machst die Tür auf. Wer ist denn dran? Billy oder ich? Ja, das ist noch nicht so hundertprozentig, aber Kampf... Reihenfolge, aber wer... Also du hast ja gerade angegriffen. Nee, aber ich bin ja ausgewichen. Das war nur ja, aber du wirst ja nächste Runde wieder angegriffen. Du wirst so lange angegriffen, bis einer von euch beiden tot ist. Die Frage ist nur, ob du jetzt die Tür aufmachst. Ist ganz schön ohne dich, die Folge. Und damit deine... Aber damit aufmacht. Könnte ich ja dann... ja, du drehst deinen Feinden den Rücken zu. Du bist dann angegriffen einfach. Dann mache ich zuerst und ich greife die beiden Ratten an, die Billy angreifen. Alles klar, gut. Also, dann würfel mal Attacke. Du bist zuerst dran. Kampf, ne? Ja, Kampf... Achso, 8. 2. Ja. Also, du schlägst zu, du kriegst es nicht hin, die Ratte zu packen. Sie schlängelt gerade im Angriffsbewegung an dir vorbei. Die beiden Ratten greifen dich an, Billy. Nee, aber du darfst jetzt greife ich ja wohl auch. Ja, dann greife ich die eine Ratte auch. Alles an. Klar, Parade 2. Hä? Parade 2. Kampf, ne? Ja. 6. Alles klar. Gut. Darfst du sogar nochmal würfeln, glaube ich? Nee. Okay, dann würfel Schaden. Schaden ist Stärke. Ja.
das denn? Eine Eins. Achso. Eine Eins. Also, du schlägst nach einer der Ratten und du schaffst es mit deinem Schnabel so ein bisschen an der Seite zu erwischen. Sie drückt so ein Stück zur Seite, aber ich glaube, du meinst, es hat nicht allzu viel verursacht. Die Ratten greifen weiter an. Du schaffst es aber tapfer auszuweichen. Der ersten und die zweite greift dich an. Und du bekommst... Okay, also eine Ratte macht einen Schritt zur Seite und springt mit voller Wucht dir ins Genick, verbeißt sich in deinem Genick, greift tief in dich rein, du kriegst 7 Schaden. Du hast eine Ratte am Nacken erstmal. Soll ich okay. der Scheiße aus dem Weg gehen, ey? Die Tür ist geöffnet. Ich mach die Tür halb auf. Geöffnet, ja. Also, du siehst da wirklich Armageddon. Überall Tauben fliegen rum, Ratten springen zu dritt auf eine Taube, beißen sie tot. Eine Taube versucht in der Luft, eine der Ratten abzufangen. Okay. Überall fliegen Ratten und rum und nehmen die immer noch. Clemens! Wo seid ihr, Clemens? Wo bist du denn? Clemens! Wo ist der Clemens? Jetzt nur die große Frage: Weiß ich, dass die beiden im Garten sind oder weiß ich das nicht? Naja, du hast... Weil je nachdem würde ich das machen. Ich würde entweder, wenn ich weiß, dass sie im Garten sind, würde ich da rennen. Wenn ich nicht weiß, würde ich rausrennen. Du hast es nicht mehr mitbekommen, wo sie sind. Dann muss aber ich du siehst, dass einige, wenn du nach links guckst, siehst du, dass einige Ratten auch an der Tür so kratzen. Dann mache ich einen Sprungkick gegen die Tür. Okay, gut. Dann, du arbeitest dich durch das Gekämpfe durch. Du versuchst dich hier und da zu ducken. Du schaffst es ganz einigermaßen, da durchzukommen. Und wirf mal Stärke. Plus 1, 6. Ja. Ey, aber das ist doch scheiße, jetzt sterb jetzt. Das ist Quatsch. Nein. Doch, ich kann doch jetzt keine 2 Ratten besiegen. Ich hol dich doch da raus. Ich bin auch noch da. Ich hätte so. Doch konnte ja überhaupt gar nicht fliehen. Was soll denn der Scheiß? Also, zwischendrin kommen 2 Ratten an dich zur Seite ran und beißen dich in die Unterschenkel. Wie Bud Spencer, aber die Köpfe und du bist gerade auf die Tür fokussiert. Du kriegst insgesamt 6 Schaden. Oh. 25 habe ich nur noch. Das ist nicht so gut. Aber du schaffst es, durch den Raum durchzusprinten, durch das ganze Gekämpfe und trittst mit einem starken Kick die Tür auf. Auch ihr seht, die Tür fliegt auf. Oh, lauter Federn kommen in euer Gehege geworfen. Und ihr Cooper steht vor euch. Hi. Hi. Cooper. Dann lass uns abhauen. Ja, bitte darum. Ich würde sagen, wir rennen jetzt los. Geht das? Oder ich kämpfe noch, ich hau noch eben die beiden Ratten weg. Ich springe auf seinen Rücken. Also... Kann ich diesen Kampf gar nicht entkommen? Du kannst ihn entkommen, aber dann drehst du deinem Feind den Rücken zu und sie greifen dich an, ohne dass du parieren kannst. Und wenn ich auf seinen Rücken springe? Dann drehst du deinem Feind den Rücken zu. Dann greife ich die Ratten an jetzt. Okay, das machst du ja sowieso. Du bist in den, aber willst du auch in den Kampf eingreifen? Sind es nur 2 Ratten oder kommst du nur 2 Ratten? Ja, dann kann ich ja nicht. Du bist erstmal, du hast hier und da Bisse abbekommen, aber du hast erstmal nur die beiden Ratten vor dir. Ja, natürlich mache ich mit. Alles klar, gut. Dann ist Billy als erster dran. Ich will nicht, aber muss ja offensichtlich. Nee, nichts. Ja, ich kann entweder sterben oder angreifen. Nein, du kannst einfach weglaufen, aber dann gibst du deine Parade auf, weil du in dem Moment dich nicht verteidigen kannst. Ja, aber... Du bist dann aus dem Kampf, aber du kriegst Schaden, weil du dich nicht verteidigen kannst. Ja, töten wir die jetzt, oder was? Natürlich. Mhm. Ja, dann greife ich mit an. Okay. Wenn das der Plan ist. Ja. Oder wir hauen halt einfach ab und kriegen alle einmal Schaden. Jetzt hauen wir sie einfach weg. Komm, es sind 2 Ratten. Okay, du triffst. Okay, du machst Schaden. Du schaffst es, mit deiner Pfote auf eine Ratte draufzuschlagen und triffst sie hart. Wie viel haben sie denn? Ja, Anton, du bist dran. Ja, okay. Viel. Hauen sie jetzt weg. Mach dir keine Sorgen. Ja, du triffst. Zweimal Stärke. 5. Ja. 2. Du beißt nach einer der Ratten und reißt sie weg und sie zerflattert in der Luft. Die ist weg. Cooper, du bist dran. 8. Ja. Ach, schauen wir nochmal, ne? So, dann ist es Stärke 2. Plus 2, dann machen wir hier. So, andere 1. Dann sind es leider nur insgesamt 3. Okay. Nee, 4. Entschuldigung. Gut, 4. Du gehst an die schon von Billy verwundete Ratte und trittst sie dagegen und trittst sie gegen den Zaun und auch sie bleibt liegen. So, jetzt hauen wir ab. Ja, wieder rum. Okay, gut. Also. Ich gehe auf seinen Rücken. Du springst auf seinen Rücken. Übrigens habe ich den Baron noch in meinem Beutel, ne? Sauber. Und Freud? Der auch. Wer ist denn da noch so drin? Noch einige Überraschungen. Also, ihr geht an die Tür, ihr seht mittlerweile, ihr seht nur noch tote Tauben
und viele Ratten, die noch so um sich rumsuchen und euch angucken. Ich müsste... Habe ich Beutel diese Runde schon benutzt? In diesem Tag, nein. Sind viele Ratten jetzt vor uns, oder was? Es sind einige Ratten, die gerade noch die Verwundeten tot beißen. Aber wir könnten es schaffen, wenn wir so schnell wie es geht durchrennen. Ja. Können wir einfach wegrennen. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Hast du noch eine Granate dabei? Ich gucke nochmal auf die Uhr. Es ist 16.29 Uhr. Was hast du denn vor? Ich habe erst gedacht, ich hab rennen zum Motorrad. Ja, wir rennen jetzt zum Motorrad. Komm. Gut. Also, ihr rennt durch die Rattenmenge. Die Ratten schauen euch natürlich an, sind im Begriff, auf euch drauf zu springen, als plötzlich in der Tür ein Mensch erscheint, euch anguckt und in die Rattenmenge geht und wild um sich tritt und überall auf die Ratten rumtritt und euch rauswinkt. Das ist ja weg. Tritt auf die Ratten rum. Wir rennen raus. Ja, ihr rennt raus. Die Person bleibt in der Tür stehen, geht in die Tür, nachdem wir zu sind, und macht hinter euch die Tür zu. Was hat denn der vor? Der wäre nett. Clemens halt. Ihr seid vor der Tür. Erstmal keine Ratten in Sicht. Okay, wir rennen zum Motorrad. So schnell wie es geht zum Motorrad. Und ihr rennt so schnell es geht weg. Und ihr seht noch, dass einige Tauben um euch rumfliegen. Aber ihr seht jetzt weiter erstmal keine Ratten mehr. Danke, Männer. Ja, du siehst auch die eine Taube im Flug euch noch salutieren und von dann ziehen. Und ihr rennt los und ja, ihr rennt durch das Dickicht, rennt durch die Straßen wieder, kommt auf die Straße zu eurem Motorrad, das Motorrad ist noch da. Oh, okay, dann würde ich sagen, wir fahren wieder los, ne? Ja. Hast du noch meinen Motorradschlüssel? Billy, der Schlüssel. Klasse, ne? Billy, wo ist denn der Motorradschlüssel? Ich hab ihn dir gegeben, weißt du? den Schlüssel? Mit was hab ich? Den Motorradschlüssel. Ich hab ihn dir gegeben zum Spielen, weißt du? Als er dir den Kaugummi gegeben hat, hab ich dir den Schlüssel gegeben. Kann mich erinnern, ja. Hast du ihn noch? Wo ist denn der Schlüssel? Ich hab den Hast du den verloren? Das ist doch Quatsch. Ja. Weißt du wann? Ja, hier vielleicht. Du machst so, wir gucken machst, mal auf den Boden machst rum. Spaß, ne? Nein. Das ist jetzt nicht die Zeit für Spaß. Wir müssen weg, Billy. Ich guck mich mal ein bisschen um. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was gerade los ist. Also, okay. Du hast keinen Schlüssel mehr? Ich habe Billy den Motorradschlüssel gegeben vorhin. Okay. Und wo ist der? Ich habe ein bisschen mit dem gespielt und vielleicht habe ich den. Aber ich guck mal in meinem Fell, ob ich den irgendwo im Fell habe oder so. Nee, hast du verloren wahrscheinlich, ne? Doof. Ja, es kann sein, dass ich den Schlüssel verloren habe. Okay, ich habe keinen Schlüssel. Wirklich jetzt? Super, magst du nochmal zurückgehen und mal gucken, ob der vielleicht noch drin ist? Auf keinen Fall gehe ich zurück. Der ist vielleicht da hinten beim Hof. Da habe ich gespielt mit dem. Da hinten, wo wir mit den Hunden gesprochen haben. Können wir da nochmal kurz hin? Können wir nochmal reingehen? Ja, nee, nicht rein, aber da hinten. Können wir zu den Hunden nochmal? Vielleicht, ja? Am Zaun, als wir mit den, da habe ich vielleicht ein bisschen viel damit gespielt. Ja, gehen wir da nochmal hin. So, ernst? Nee? Nein, ich habe ihn gefunden. Halt! Ich glaube, der Fell ist er. Da ist er. Ah, ist ein Glück. Okay, vielleicht behalte ich ihn jetzt wieder. Gott, ja? Alter, Billy, du. Ja, okay. Ich hätte es durchgezogen, aber mit dem Blick, der hätte uns getötet. Das ist nicht so witzig. Nee, von mir ist egal. Der ist umgebracht, Alter. Okay, ihr findet den Motorradschlüssel, schwingt euch aufs Motorrad. Moment mal, kannst du nochmal auf die Uhr gucken? Der verwirrt war. Nee, ich habe die Uhr gerade nicht. Nee, die hast du. Ich fahre sonst nicht. Du weißt nämlich, was jetzt ist, ne? Die Stunde ist rum. Leute, wir müssen Abfahrtzeit los! Abfahrtzeit 16:38 Uhr. Ich krieg den Helm. Okay, die Stunde, ja, ist, rum. Den die Stunde Helm, ist rum. Gut, du gibst den Helm ab. Du bist ein Ehrenmann. Um 17.04 Uhr krieg ich den wieder. Ja. Du bist also 20 Minuten. Anton, ich bin ein Ehrenmann, du kriegst kurz den Helm. Ausnahmsweise, aber ich nehme ihn jetzt. Ja. Ja, zu den Helm. Anton, setz dich den Helm wieder auf, schwingt sich aus dem Motorrad und fährt los. Wo fährst du hin? Ich fahre an der Stadt vorbei, wieder zu dem Schuppen, in dem wir ursprünglich mal das Motorrad gefunden haben, über diese Brücke, ein wenig südlich der Stadt. Ja, du fährst wieder zu einem Safe-Spot zurück und ihr fahrt die Straße wieder entlang. Einige Passanten drehen sich etwas verwundert um und schauen euch hinterher und ihr kommt an dem Ort an, wo ihr ein Motorrad geklaut habt. Ihr kommt bei dem Schuppen an. Wir können das Motorrad doch nicht hier lassen. Wir fahren jetzt so schön weiter. Vielleicht sollten wir mal gucken, wie es Freud geht. Kann ich mal auf die Tankanzeige gucken? Viertel. Viertel. Ich gehe mal, da ist doch auch der Bach, oder? Ja.
Ich nehme ein bisschen Wasser. Also ihr wollt da alle absteigen und ihr seid jetzt angekommen. Naja, wir halten jetzt da nicht. Wir halten aber kurz an. Nur ganz kurz antworten, ich tauche mal alle beide ins Wasser rein. Genau. Meinst du den Baron? Okay, Frau? Gut, es ist durchaus erfrischend. Ich tauche nicht, ich tauche die beiden Kollegen ins Wasser. Ach so, okay, verstehe. Okay, gut. Also du tauchst ins Wasser ein und Baron, du fühlst dich plötzlich ganz kalt und feucht und du kannst verschwommen die Umgebung sehen, als du deine Augen wieder öffnest und Cooper dich plötzlich unter die Wasseroberfläche drückt. Ich putze ihn auch gleich ein bisschen, war ein bisschen gestunken. Hey Baron, wie geht's dir? Ich habe mir richtig doll Sorgen gemacht. Hi! Ich habe von irgend so einem Clemens geträumt. Der hat die ganze Zeit geschrien. Clemens ist ein Riesenheld, glaube ich. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß es nicht. Ja, du musst jetzt alles erzählen. Da war so ein bisschen Stress mit den Ratten haben wir gehabt und dann waren die Tauben noch da und dann war... Cooper hat Flip getroffen. Hunde waren da. Freund von ihm. Und wir haben Freud mitgenommen. Ist tot, leider. Freud. Alles super. Ist leider tot. Freud ist noch bei Cooper im Beutel. Es tut mir übrigens sehr, sehr leid. Cooper. Ja, ich habe gerade. Ich kenne das, wenn Leute sterben, die einem sehr nahe sind und. Die Luft sehr trocken hier. Wenn ich dir irgendwas Gutes tun kann. Nimm vielleicht mal deine Augentropfen. Die habe ich schon diesen Tag gemacht. Soll ich dir eine Schnecke fangen? Aber die sind immer noch so feucht bei dir in deinen Augen. Ja, ist ja gut. Habe ich gerade reingemacht, die Augen. Ah, okay. Soll ich dir eine Schnecke fangen oder einen Fisch? Nee, vielen Dank. Ich tauche mal diesen anderen Freud auch nochmal runter. Ja, du tauchst Freud unter Wasser und du schaust in sein Gesicht und die Äuglein zucken. Und dann schlag du merkst auch, dass er eine komplett weiße Pfote hat, die ein bisschen dicker ist. Ich schlage mal leicht gegen sein Gesicht. Ja. Und er blinzelt und. Freug! Hallo, Freug! Freug! Hey! Freug! Hey! Freug. Hi! Hey! Wir haben. Hi! Wir haben dich gerettet! Oder lebst du gar nicht mehr? Hey! Wow! Wo sind wir denn? Ja, wir sind jetzt erstmal in Sicherheit. Schläger, wir haben dich aber da rausgeholt. Wow, danke schön. Ja, wir haben dich gerettet. Wir haben doch alle deine Freunde befreit. Allen geht's gut, die da im Käfig waren. Allen. Hey, ich wusste, dass ihr kommt. Ich wusste, dass ihr kommt. Ja? Das hat mir niemand geglaubt, aber ihr seid tatsächlich gekommen. Ja, natürlich sind wir da. Oh Gott, danke, Leute. Oh, danke, Anton. Danke. Klar. Aber ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ja. Ich dachte, ihr lasst mich einfach so zurück. Ja, das war mein Plan am Anfang, aber die anderen... Was? Was? Nein. Billy. Nein, wir haben von... Hallo, Freund. Komm her, Billy, komm her. Alter. Hey, schön, freut dass mich, dich zu sehen. Schön, dass du mein Freund bist. Wow. Cooper. Freut mich richtig. Hey. Guck mal, der Baron freut hat mich. Endlich geschlafen wie hey, du gerade. Hey, Baron. Alter, cool. Habt ihr euch im Schlaf getroffen? Was war das für ein Zeug? Was haben wir uns da gegeben? Du warst auch in einem Raum... Ja, ich war auch... Oh, mir ging es echt nicht gut, ey. Als ich in dem Raum mit euch war, mit den ganzen Blättern, hat dieser Mensch auf mich eingeschlagen und der hat mir eine Pfote getroffen und ich konnte mir die Pfote gar nicht mehr bewegen und ich wusste nicht, was los ist und ich bin ein bisschen ausgeflippt irgendwie. Ich bin ein bisschen um mich geschlagen und ich wusste gar nicht, was los ist. Der Flip erwähnt. Und da haben die mich, genommen und dann bin ich da irgendwie hingekommen in diesen Raum und dann war alles schwarz und was ist das denn? Kann ich dir was Gutes tun? Also ihr seht, dass er einen dicken Verband um den Pfote hat. Hast du dich verletzt? Ja. Ich habe das auch. Pfote, ich habe auch einen Verband. Du bist tatsächlich auch verbunden und was ist das? Du kommst wieder ein bisschen zu Sinn, du siehst wieder schärfer und dir geht's eigentlich gar nicht so schlecht. Also eigentlich... Du siehst nur ein bisschen dumm aus. Ganz gut. Aber Rot steht dir besser. Aber da war noch was. Hm? Dieser Mensch kam mit der großen Nadel und... Ja. Ich konnte hören, was er gesagt hat. Echt? Was? Ich habe ihn verstanden, als wäre er ein Tier. Aber die sagen doch immer nur... Wap, 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 ja, wap. Aber ich habe genau verstanden, was er gesagt hat. Und zwar? Es klang so, als wollte er mir helfen, aber dann kam er mit diesem spitzen Ding. Und dann war ich weg. Ich glaube, du hast geträumt. Hast du denn dann noch was geträumt? Nein. Nur Clemens. Mhm. Mehr nicht. Na gut. Gut. Freu, wie kommen wir denn jetzt warum, nach? Warum waren wir da drin? Ich weiß nicht. Jetzt sind wir wieder draußen. Ich verstehe es nicht.
Clemens. Aber, so. Ey, danke. Ey! Ich hab von eurer Geschichte erzählt. Ja? Ja. Dass ihr das gesehen habt mit den Türmen. Mhm. Ja. Und ich hab die anderen Tiere gefragt. Und da waren... Habt ihr die gesehen? Ja, ich hab mit denen gesprochen auch. Ah, dann habt ihr Niki gesehen. Niki hab ich gesehen, ja. Niki. Wirklich? Niki. Nee, hab ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Niki und Käthe. Mit denen hab ich gesprochen. Und ich habe euch gesagt, dass ihr wohin müsst, wo große Kästen sind und wo große Menschenvögel sind. Ja. Habt ihr die nicht gesehen? Was? Ja, wir haben ein paar Tiere gesehen, aber wir haben jetzt nicht so lange mit denen sprechen können. Es war auch ein bisschen stressig da vor Ort. Ich würde es auch vielleicht nicht darauf hoffen, dass du die doch mal wieder triffst, ehrlich gesagt. Ich schreib die mal lieber ab. Du meinst große Kästen? Ja. Aber was sagen die? Ich habe mit Niki und Käthe gesprochen und die meinten, die könnten euch weiterhelfen. Niki? Haben die nicht vielleicht dir auch schon was gesagt? Ja, die haben mir was gesagt. Ja, sag doch mal. Ja, erst wollten die nicht mit mir reden. Die haben mir kein Wort geglaubt. Irgendwie habe ich von euch erzählt, so, was ihr erlebt habt und wo ihr hin müsst und was eure Aufgabe ist. Aber die haben mir nicht geglaubt. Die wollten das nicht hören. Aber ich weiß nicht. Ich habe denen dann mein Futter gegeben, irgendwie, damit die mir weiterhelfen. Ich habe denen mein ganzes Fressen gegeben. Wie sahen die denn aus? Ja, Niki, das war so ein, ja, so ähnlich wie du irgendwie so ein bisschen, aber so ein anderer Schwanz. Niki B. Niki B? Ja, Niki B. Kennst du den? Wo hast du denn Niki B gesehen? Drinnen im Tierheim. Nein. Niki B? Ja. Ich hab den nicht gesehen, ich war doch im Tierheim. Niki B, die hat von dir erzählt, die meinte, sie könnte euch helfen. Ich kenne Niki. Echt? Die sie meinte, die, ist denn Niki? Die weiß, wo man da hinkommt, wo ihr hin wollt. Die kennt hier so Schwimmtiere. Die kennen sich aus. Die kann uns vielleicht helfen. Niki hat mir damals geholfen, als ich von meinem Heimatteich hier rübergefahren bin. War das ja eine sehr, 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 sehr lange Reise. Und als ich hier angekommen bin, in diesem Land hier, mit diesen vielen Bergen und Bäumen, da habe ich Niki getroffen. Und die hat mir gesagt, hey, spring doch auf den Traktor. Und dann bin ich auf den Traktor und so bin ich zu Hof erst gekommen. Ich kenne Niki. Was ist denn Niki für ein Tier? Aber die war doch eben nicht da. Ich bin ein bisschen anders. Die war doch aber eben nicht da, oder? Ich habe sie nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich will jetzt ungern da wieder zurückfahren. Ich fahre auf gar keinen Fall da wieder zurück. Ja, die Tiere haben erzählt, dass die Tiere immer wieder kommen und gehen. Also ich weiß nicht. Ist denn Niki? Weiß nicht. Naja, wir könnten dahin, wo aber ich... Hat Niki dir keine Information gegeben? Also, Niki hat gesagt, dass ihr zum Wasser gehen könnt und dort nach diesen Schwimmtieren fragt. Die kennen Niki B. und die wissen, wo es lang geht. Ja, und die helfen euch. Hier am Fluss? Nein, das ist weiter weg hier irgendwie, so ein großer See. Ich hab doch hier... Aber die helfen euch. Die kennen sich gut aus im Wasser. Ja, dann gehen wir da jetzt hin. Wo ist denn der Fluss, weißt du das? Ja, die meinten, das ist schon ein Stück weit weg hier von hier. Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß ja, wo ich Niki damals gesehen habe. Ja gut, ich habe keine Ahnung, wo das war. Ehrlich gesagt. Aber die meinte, da gibt es Schwimmtiere, die können euch auf jeden Fall weiterhelfen. Die kennen sich... Oh, und ich habe mit Käthe gesprochen. Mit Käthe, einem Hasen. Und die hat erzählt, dass sie das kennt, diese fliegenden Häuser von den Menschen. Ah. Und die meinte, dass sie eine Familie hat, dass sie Verwandte hat, die da lebt, wo diese Menschenvögel sind. Und die können euch weiterhelfen. Ach. Die meinte, ihr sollt da hingehen und fragt nach den Verwandten von Käthe. Ja, dann gehen wir. Und sagt liebe Grüße von Käthe und die dann helfen die euch. Oh, das machen wir. Das machen wir. Volk, magst du vielleicht einfach auch mitkommen jetzt ein bisschen noch? Oder? Puh, ich weiß. Der ist echt verletzt, ne? Wo geht die denn hin? Also, nicht, dass wir... Aber, naja, das war ganz schön viel Aufregung für dich, ne? Ja. Aufregung. Ja, musst du wahrscheinlich hier bleiben, leider, ne? Boah, ich weiß ja nicht. Ich meine, ihr seid halt schon, habt andere Erfahrungen gemacht und habt, ja, weiß ich nicht. Doch. Kannst du kämpfen eigentlich? Wir müssen ziemlich oft kämpfen. Oh, weiß ich nicht. Ich war eher so aufgeregt, also als das losging irgendwie. Ich bin eher so der ruhige Typ. Hast du Sonderfähigkeiten schon irgendwelche? Wie bitte? Kannst du irgendwas besonders Gutes? Also wie gesagt, ich habe in meinem Bau, ich habe mir einen eigenen Bau gebaut, also ein bisschen renoviert, irgendwie ein bisschen geguckt, dass ich halt irgendwie so ein bisschen die Äste verlegt habe und so. Das ist ganz nett, ich war ja da, also ich könnte euch helfen, falls ihr noch eine Nacht übernachten wollt bei mir, ist auf jeden Fall kein Problem. Ja, ist ja 17 Uhr, gerne kommen. Und
Könnt ihr auf jeden Fall machen. Also immer gerne. Ne? Ihr seid mega. Also danke auf jeden Fall. Ja, okay. Ich glaube, das ist zu gefährlich für ihn. Niemand hat mir geglaubt, dass ihr kommt, aber ihr seid tatsächlich gekommen. Aber du hast uns tolle Informationen übermitteln können. Also wie gesagt, ne? Also Niki B, die meinte, ihr könnt mit diesen Schwimmtieren reden. Ja. Und die helfen euch weiter. Dann machen wir das. Weiß doch. Ich nicht. Voll, ich glaube, jetzt hier trennen sich dann unsere Wege. Ich gucke mal, ob ich noch ein Abschiedsgeschenk für dich habe. Ey, hier. Danke, Leute. Willst du einen Polizeiautoschlüssel haben? Leute, ey. Keine Ahnung, was das ist, aber ja, sieht doch gut aus. Wirklich? Was kannst du dir in deinen Bau geschenkt? Leute, ihr habt mich gerettet. Das ist doch, wow, doch, Leute. Hängt dir das in den Bau? Wow. Das ist richtig schön. Toll. Mhm. Das ist toll. Ja. Oh, das ist ein... Kannst du uns noch was zu essen fangen? Danke, Leute. Ey, das ist kein Problem. Hast du noch was zu essen für uns? Ich bin ja nett von euch. Also, ich treffe selten Leute, die so. Sorry. Die so um mich. Was meinst du denn? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr mich rettet und dann. Aber wieso weinst du? Wir haben alle gesagt, du bist doch doof, niemand kümmert sich um dich, aber. Danke, Leute. Wieso weinst du denn? Wir waren doch nett zu dir. Ja, danke. Ja, klar, helfen wir dir. Wir lassen dich doch nicht zurück. Klar, es war, glaube ich, eine 50-50-Entscheidung, aber wir haben dir danke, Leute. Das ist echt, das bedeutet mir echt viel. Also, sehr schön. Klar. Es ist echt schön. Dann lass Sonst uns. War ich eigentlich immer so der einzige Gegner, aber es ist schön, schön, euch getroffen zu haben. Wirklich. Ja. Also, ihr seid echt. Was habe ich. Oh Mann, ey, sorry, Entschuldigung. Ich bin eigentlich. Alles gut. Okay. Wieso weinst du? Das macht so. Das, ja. Also. Echt nett, also das habe ich echt noch nie erlebt. So, das freut mich echt, ihr seid echt toll. Wir mögen dich auch. Und ich werde jedem Tier im Wald von euch erzählen. Und Anton und von Billy und vom Baron und Cooper. Und wenn du mal ein paar Wölfe siehst, dann sag denen, dass wir gar nicht so schlimm sind. Nein, den Wölfen sage ich nichts. Versprochen, wirklich, könnt ihr euch darauf verlassen. Und den Ratten vielleicht auch nicht. Okay, ne, kein Problem. Oh, danke, Leute, ey. Dafür nicht. So, Freud, lebe wohl. Leb wohl, mein Freud. Pass auf dich auf. Kommt her, Leute! Oh, Leute! Dankeschön! Ihr seid echt die Besten! Ey, Leute! Viel Erfolg! Danke! Okay? Dir auch! Ich verstehe nicht, warum ihr das macht, aber ihr macht das, okay? Ihr seid echt die Besten! Danke, Mann! Das bedeutet uns sehr viel. Ja. Oh, das auch noch! Also, danke! Naja, gut! Oh, Mann! Ciao, Freund! Tschüss, Freund! Bis dann auf aller Zeit, ne? Oh. Genau. Macht's gut. Jo, tschüss, Leute. Freund, macht's gut. Ciao, tschüss, ne? Viel Erfolg. Jo, danke, Mann. Danke, Freud. Freud. Was ist das für ein Name? Ja. Das ist ja wirklich absurd. Ja, hauen wir ab jetzt, oder was? Ja. Wie kommen wir denn da hin? Ich habe jetzt mal geguckt. Naja, also. Die Elfen. Was hat deine Freundin Niki? Wie war das nochmal? Niki hat gesagt, wir sollen mit den schwimmenden Tieren sprechen, die können uns weiterhelfen. Du kennst doch so schwimmende Tiere. Ja, perfekt. Also sie hat gesagt, dass ihr bei den schwimmenden Tieren liebe Grüße von Niki ausrichten sollen. Und die kennen die und die helfen euch. Genau. Die sind aber in dem großen Fluss. Im großen... Genau. Dann frag doch jetzt mal... Und Käthe, der Hase, meinte, sie hat Verwandte am Ort, wo die ganzen Flugzeuge sind. Mhm. Da könnt ihr nachher danach fragen. Zwei Kontakte. Genau. Frag doch jetzt mal hier in dem Fluss, bevor du den Fisch auffrisst, frag doch mal einen Fisch, wo der größere Fluss ist. Ich spreche sowieso immer mit den Fischen. Genau, frag die doch mal, wo ein größerer Fluss ist. Ja, kann ich machen, dann gehe ich jetzt zum Bach. Du springst ins Wasser, kühl ist nass, dringt durch dein Fell. Ja. So, ich suche einen Fisch. Du schwimmst ein Stückchen und du findest einen Fisch. Hey, morgen. Moin, Mensch. Du, sag mal, ich suche schon den ganzen Tag nach meinem Kumpel, Rüdiger. Hast du ihn gesehen? Ja, Rüdiger, habe ich gesehen. Ja, wirklich, du, oh Mensch, du bist ein Glücksfall, Mensch. Wo ist der denn? Sicher habe ich den gesehen. Oh, Jay hat gesagt, der geht erstmal eine Runde verreisen. Was? Warum erzählt er mir das denn nicht? Ja, die hat gesagt, es ist eine spontane Idee. Was, Rüdiger? Mensch, ist er sonst nicht so, Mensch. Wer bist du denn? Ich bin Billy, moin. Ja, hi, Mensch. Wie war dein Name noch gleich? Otto, du bist so... Alter, das ganz ist ja verrückt, Mann. Das hat er nicht erzählt, du. Das ist verrückt. Ja, du, das ist der Rüdiger. Absolut doch, verrückt, ne? Ist er. Ja. Du sag mal, wir suchen einen ganz großen Fluss. Ja. Wo geht's denn da lang? Ach du, ich sag immer schön bergabwärts, nicht?
Immer bergabwärts? Immer schön der Strömung nach, Mensch. In die Richtung, oder? Größer wird's immer, sag ich, ne? Oh, Sichi, was? Hat Rüdiger gesagt, wo er hin will? Also, runter oder hoch oder was meint er? Nee, hat er was gesagt, wo er hin will? Nee, an einen ganz anderen Ort, meinte er dir. Aber wo denn? Zu Bärbel oder was? Das hat er mir nicht gesagt. Gar nichts gesagt, wo er hin will. An einen ganz anderen Ort. Ach, das ist richtig merkwürdig. Du, der kommt auch so schnell nicht wieder. Aber ich habe mich verabredet mit dem, heute hier zu treffen. Das kannst du vergessen. Komplett ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wo der ist. Seit Jahren treffen wir uns ja jeden Tag. Den siehst du so schnell nicht wieder. Das ist ja unglaublich, Mensch. Ja, gut. Ja, du, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, wenn du Rüdiger siehst, sag ihm, Otto wartet, nicht? Einen Moment noch. Vorhin hat jemand gesagt, ich stinke aus dem Markt. Kannst du mal kurz kommen? Komm mal kurz. Wie? Ja, komm mal, riech mal ganz kurz. Ach, was? Wie? Jo, riech doch mal. Jo, ja, riech doch mal. Komm mal hier. Mann. Und ich greife ihn an. Wirf mal eine Attacke. Jesus fucking Christ. Wirf mal eine Attacke gegen Parade 2. 6. Ja, du triffst. Was will nochmal? Ich sehe, es ist kein 6er Wirf. Achso, Entschuldigung. Dann. Sorry. Ja. Würfel. Schaden. 3. Okay. Du beißt ihn und und du hast ihn im Maul. Alles klar, ich bringe ihn mit zu meinem Also, Billy springt mit einem neuen Fisch im Schnabel wieder aus dem Fluss. Hier, Leute, ich hab was zum Fressen. Wer mag? Du bist doch bestimmt hungrig. Ja, ich bin auch hungrig. Picke in den Fisch und greife mir ein paar. Gut, das ist nicht deine normale Nahrung, aber stärke dich mal ein bisschen. Von mir aus. Ich würde mir auch ein Stück nehmen und dann würde ich ja mal fragen, hast du noch was in Erfahrung bringen können? Hast du mal vorher gefragt, wo wir lang müssen? Ja, immer bergauf, sagt er. Gut. Wie bergab? Bergab, sagt er. Immer bergab. Wollte nur testen. Die einzige Info. Ja, flussabwärts. Flussabwärts. Also, ich kenne das ja auch. Ne? Ich bin ja auch gerne im Wasser unterwegs und wir sprechen von flussabwärts, wenn wir quasi mit dem Wasser mitgehen. Okay. Dann würde ich sagen, verfolgen wir diesen Fluss. Aber wir wissen gar nicht, wie lange das dauert. Ne? Machen wir aber trotzdem, oder? Ja, haben wir eine Wahl? Kannst du nicht ja mal in deinem Buch gucken? Ja, ich gucke gerade. Wir müssen ja in den großen Fluss, der Elbe heißt. Elbe? Elbe. Elbe. Aber es kann wahrscheinlich dauern. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich muss mal die Karte suchen. Ich würde sagen, wir würden einfach mal losfahren. Ja, ich guck mal nochmal auf die Uhr, ob es vielleicht schon 17.04 Uhr ist. Es ist 16.58 Uhr. Okay. Ja. Aber das weiß er ja nicht. Oh, 17.04 Uhr! So ein Quatsch! Wieso? So viel Zeit ist nie vergangen. Doch, guck, ich bin doch nicht ganz doof. Ich habe mir doch vorher gemerkt, wie lange das dauert. Guck doch auf die Uhr, 17.04 Uhr. Ich kann sie doch nicht lesen. Ja, dann gib mir mal den Helm. Du kannst mir viel erzählen, solange ist es nicht her. Komm, gib mir den Helm. Guck doch mal! Lass uns doch jetzt nicht schon wieder wegen des Helms streiten. Du kannst die Uhr nicht lesen. 17.04 Uhr ist es. Ja, es mag sein. Wir haben doch eine Abmachung. Jetzt kannst du dich nicht um die Abmachung nicht halten. Du brauchst doch den Helm jetzt gar nicht. Er hat dir doch vorhin den Kaugummi gegeben. Jetzt kannst du ihm den Helm geben. Wir haben eine Abmachung. Ich hab dir den Motorrad gegeben. 17.04 Uhr. Den habe ich verloren kurzzeitig. Du kannst tatsächlich die Uhr nicht. Uhr. Wie ist dein scheiß Helm? Also, du setzt den Helm auf. Wolfschweiß fließt dir durchs Fell. So, was hast du davon? Du schwingst dich auf das Motorrad. Ja, ich komme auch. Ja. Was mit dir? Billy auch. Du auch? Ich komme natürlich mit. Cool. Schön. Ich auch, klar. Dann fahren wir los. Hey, Billy, hast du noch dein Kaugummi? Ja, leider. Kann ich das jetzt haben? Ja, gerne. Und ich mache es heimlich. Ich habe ja auch noch eins. Anton in die Haare. Gut, von mir aus. Also, ihr setzt wieder auf die Straße, fahrt los. Ich nehme an, ihr fahrt jetzt die Straße flussabwärts entlang. Ihr fahrt die Straße, fahrt durch eine Ampel, fahrt weiter. Ihr alle habt den Fahrtwind in euren Haaren und ihr fahrt weiter durch die Straße. Ihr seht links und rechts, rechts nochmal die Kirche, die groß oben von über euch thront. Ihr seht einige Tauben darauf, die wild in der Gegend rumschauen. Links seht ihr auch nochmal den Fluss und den Wald. Links von euch fahren, ihr fahrt und du denkst, ihr gibt's ein bisschen Gas und ihr werdet schneller, fühlt den Wind in eurem Fell. Du fliegst vorbei und ihr verlasst Schneger. Ihr seht irgendwann keine Häuser mehr links und rechts von euch. Ihr fahrt über die Landstraße, ihr seht Flächen vor euch, den Wald noch ein Stück links von euch. Links direkt an der Straße immer noch den Fluss und ihr schaut in den Wald und kurz bevor der Wald endet, seht ihr, wie ein Wolf aus dem Wald schaut und euch grimmig hinterher schaut.
Und ihr fahrt die Straße entlang, das brummende Motorrad unter euch und die ganze Welt vor euch. Und ihr fahrt in den Sonnenuntergang hinein. Es ist mittlerweile nach 5. Ihr fahrt in den Sonnenuntergang und ihr habt einiges vor euch. Und ihr bekommt alle 2 Pfoten. Oh, yay! Ich dachte 3. Und das war's auch schon für heute von 9-11 Animal Squad. Soweit ich weiß, dauert es jetzt wieder etwas länger, bis es weitergeht. Das konkrete Datum hat Andreas parat für uns. Das ist Ende Juli auf jeden Fall. Ende Juli könnt ihr euch auf jeden Fall wieder freuen. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch auf Facebook die Charakterbögen einsehen, schauen, was sie jetzt steigern wollen. Ja. Vielen Dank an meine Spieler. Danke und, an dich. Vielen Dank natürlich fürs Zuschauen. Weiterhin natürlich unter Hashtag 9-11 könnt ihr gerne weiter diskutieren und weiterverfolgen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei 9-11 Animal Squad. Macht's gut. Ciao.